herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Peak mit Nick. Was geht? Und Lazar. Let's go. Und mir. Und einem wunderbaren Gast, Kai Steffen Schwarz. Stell dich doch mal kurz selbst vor. Hallo, ich bin der Kai. Schon eine Weile im Verlag. ich bin Programmleiter bei Carlsen Manga, das heißt zuständig für, sozusagen muss den Schädel hinhalten für das, was wir aussuchen für Carlsen Manga. Also es gibt ja verschiedene Labels bei uns und ich bin zuständig für Carlsen Manga. Und bin jetzt seit 25 Jahren Schluck im Verlag, habe als Redakteur angefangen damals und ja, seit 2005 im Manga-Bereich unterwegs. Würdest du sagen, du bist der deutsche Torishima, als du Redakteur warst? Ach du lieber Gott, nein. Also Torishima ist ja, ich meine, der hat ja sehr eng über Jahre hinweg da mit Toriyama unter anderem ja wahrscheinlich auch anderen noch gearbeitet. Und wenn es einen Vergleich gäbe, dann wäre es wahrscheinlich Joachim Kaps. Aber der deutsche Joachim Kaps. Ja, ich bin der von dem anderen Teil von Ottensen. Nein, die Ultraverse-Kollegen sitzen ja gar nicht so weit weg von uns, aber ja. Ja, ich habe natürlich mich schon ein bisschen informiert und deinen Lebenslauf durchgestalkt und dabei rausgefunden, dass du eigentlich wirklich so ziemlich schon immer bei Carlsen bist, ne? Also da war einmal was mit einem Comic-Shop, wo du gearbeitet hast und dann ging es zu Carlsen. So, das ist schon Kurzversion, ja. Scheint Spaß gemacht zu haben, lang genug, um 25 Jahre da zu sein. Kai, wir haben natürlich viele Fragen. Wir selbst hatten einige Fragen, dann hatten wir jetzt noch kurzfristig die Idee, dass die Zuschauer dir auch fragen können. Das machen wir dann ganz am Ende, wenn wir irgendwas davon noch nicht beantwortet haben. Die haben wir ja da schon im Vorfeld dir mitgeteilt und ich hätte jetzt direkt einfach von Anfang an, würde ich gerne mal die Frage stellen, das ist wahrscheinlich die langweiligste, wie der Prozess abläuft, so einen japanischen Manga nach Deutschland zu holen. Das heißt, könnte jetzt theoretisch Nick sagen, ich nehme jetzt 50.000 Euro in die Hand und mach kurz meinen eigenen Verlag und hol mir eine Lizenz und bring die raus? Oder wie funktioniert dieser ganze Prozess dahinter? Das ist natürlich das Versuchsmal. Nein. Naja, sagen wir mal so, ich würde sagen, das hat sich geändert im Laufe der Zeit. Ne? Also inzwischen gibt es ja schon. Das wäre meine Frage gewesen. Wie unterscheidet sich es von heute zu früher? Mhm. Ja, also ich meine früher, also damals. Ja. Naja, also ich sage jetzt mal, so um die Jahrtausendwende herum, sage ich mal, da war es ja so, es gab eigentlich nur dreieinhalb, ich überlege gerade, wer, also Carlsen, Egmont, die damals noch EHAPA und so weiter hießen, hatten verschiedene Labelnamen und Panini gab es auch schon, beziehungsweise vorher noch Dino, also es gab eigentlich damals ja nur drei, vier Manga-Verlage. Allerdings waren die vorher auch Comic-Verlage schon und insofern waren sie das Ganze gewöhnt und der das Markt war natürlich häufig, völlig andere als heute. Das war aber häufig in Deutschland so, dass viele Verlage vorher einfach nur Manga gemacht haben, weil der Markt einfach dafür viel mehr war, beziehungsweise wegen der westlichen Comics Welt wahrscheinlich. Comics, genau. Und sich dann von den Comics zu noch Manga etabliert haben. Also so war ja meistens der Beginn, oder? Ja, kann man sagen. Also ich versuche es jetzt irgendwie möglichst kurz zu fassen, weil ich tendiere dann auch zu Frikadellen gefaselt. Nein, aber also sozusagen der große Unterschied zwischen damals und heute, es gibt viel mehr Verlage und es gibt eben auch, also in Deutschland auch, und es gibt ja auch kleinere. Ne? Also sozusagen, ne, wir sind ein Konzernverlag, also wir gehören einer Verlagsgruppe, die in Deutschland mehrere Verlage hat und die sozusagen ihren Hauptsitz in Skandinavien hat. Und es gibt aber genauso gut auch, ich sag mal, Küchentischverlage oder ein-, Zwei-Mann-Verlage, die auch inzwischen Manga lizenziert bekommen. So. Und aber die Frage ist natürlich die, es kommt immer darauf an, was für ein Manga willst du lizenzieren? Also es gibt ja, ich sag mal, teilweise Verlage, die sich so ein bisschen aus so einem Küchentisch, Self-Publishing, Independent sich so langsam hochgearbeitet haben, kann man sagen. Und bei denen wäre jetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ich übertreibe es jetzt mal sehr zugespitzt, dass ein super voraussichtliches, mega schonen Action-Viech
ausgerechnet dann bei denen landet, eher unwahrscheinlich. Es gibt auch, im Laufe der Jahre war das auch teilweise so, zum Beispiel, glaube ich, als Tokyopop Deutschland gestartet hat, das war 2004, da war es nach meiner Kenntnis auch so, dass es einzelne, auch größere Verlage in Japan gab, die gesagt haben, den geben wir jetzt nicht sofort nach 5 Minuten, zack, ihr habt dann eine Lizenz oder so, sondern die haben auch gesagt, wir gucken uns das erstmal an und so. Ne? Und das hat sich, würde ich sagen, hat sich schon gewandelt, auch weil inzwischen, wenn jetzt ein kleinerer Verlag kommt, der jetzt vielleicht nicht so personen- oder finanzstark ist wie potenziell ein Konzernverlag wie wir, wenn die gute Arbeit leisten und einen erfolgreichen Manga lancieren können, eine Serie, dann haben sie vielleicht auch bessere Chancen, dann eine Folgeserie zu bekommen. Also man muss sich das schon im Prinzip erarbeiten, sage ich mal. Und gleichzeitig gibt es aber auch irgendwelche, ich sag mal, auch kleine Verlage in Japan, weiß nicht, zum Beispiel im Boys Love-Bereich oder so, die teilweise eben auch dann an mitunter auch sehr kleine europäische Verlage lizenzieren. Also. Weil eben Boys Love-Lizenzen oftmals auch relativ günstig zu erkaufen sind, oder? Also es kommt natürlich drauf an, aber es gibt ja schon Lizenzen so für 500 oder 1000 Euro, die eben auch mal so ein Privatkäufer kaufen könnte. Ja, ich würde sagen, weil wenn da hängt, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen vereinfacht überspitzt, aber ich glaube, die Boys Love Community an sich oder auch von den Verlagen her, die sind da noch etwas enger beieinander. Also wenn die jetzt zum Beispiel sehen, da ist ein Indie-Verlag, die sich wirklich Mühe geben und die voll dahinter stehen, dann sind die für das Feld oder den Bereich dann vielleicht eben interessant. Mhm. Also es muss jetzt nicht nur Boys Love sein, das war jetzt nur so ein Beispiel. Ich hab noch ein Beispiel jetzt aus Frankreich, was ich halt weiß von den Kollegen von Kiyun zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob euch die was sagen. Die bringen inzwischen zum Beispiel My Hero Academia in Frankreich raus. Bei denen war es so, das war eigentlich am Anfang im Prinzip eine Studentenbude, mehr oder weniger. Und die haben damals online geguckt und haben von Tetsuya Tsutsui eine Geschichte, also das ist ein japanischer Mangaka, der nicht bei einem Großverlag in Japan war zu dem Zeitpunkt, der hätte seine Sachen online gestellt. Das haben die lizenziert, haben gesagt, wir bringen das Buch raus, das heißt Dutz Hunt, das ist ein Einzelband. Und danach ist der Zeichner dann, tatsächlich ist es ihm gelungen, bei, ich glaube, Square Enix war das dann, in Japan mit der Serie zu landen. Und über diesen Weg, weil sie ihn veröffentlicht hatten vorher, haben sie es dann tatsächlich geschafft, obwohl sie ein sehr, sehr kleiner Verlag zu dem Zeitpunkt noch waren in Frankreich, da mit Square Enix ins Geschäft zu kommen. Und sind jetzt inzwischen, ich glaube, viertgrößter Verlag am Markt oder sowas. Also das kann durchaus schon rum auflaufen. Ich habe, aber wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Frankreich sind, das ist doch auch ein Land, welches vor Ort in Japan oftmals Lizenzen oder Verlege mit unterstützen, mit Investitionen, damit die Lizenz dann auch für Frankreich wesentlich früher zu bekommen ist. Kann das sein? Also ich habe da so das Gefühl, dass Frankreich ein bisschen investiert in viele, viele Lizenzen, um sie dann auch früher auf den Markt bringen zu können vor Ort. Ja, soweit ich weiß, da kommt auf den Verlag an, gibt unterschiedliche Modelle. Also das eine ist beispielsweise Kiyun jetzt nochmal das Beispiel. Bei denen ist es so, die haben tatsächlich auch eine Dependance in Japan. Also wenn du so willst, so ein kleines Office. Und auch eine Redakteurin bzw. ein kleines Team, die selber mit japanischen Mangaka arbeiten. Also die arbeiten quasi so ähnlich wie die japanischen Verlage auch, nur dass sie halt kein Magazin oder groß online veröffentlichen, sondern die arbeiten mit denen an Serien, also mit japanischen Mangaka, die dann zuerst in Frankreich rauskommen. Richtig, und genau. Dann rauslizenziert werden. Das ist das eine. Und dann gibt es theoretisch zum Beispiel auch, ich glaube, das ist zum Beispiel bei Kana, also bei Dago, bei dieser Kana-Gruppe so, dass die teilweise selber direkt mit asiatischen Künstlerinnen und Künstlern arbeiten. Aber da müssen sie nicht unbedingt ein Office für in Tokio haben oder so. Wäre das für euch auch vorstellbar oder habt ihr es sogar schon mal gemacht? Also wir haben es in der Form noch nicht gemacht. Ja. Ich weiß, dass zum Beispiel Egmont, glaube ich, früher mal so eine Art Tokio-Office hatte oder auch Tokio-Pop. Ich würde aber sagen, beim heutigen Stand, man braucht nicht zwingend eine Dependance dort. Also man kann es auch umdrehen, wenn man. Es ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass man da auf eine ähnliche Größe käme. Aber in der Theorie, wenn du jetzt, sagen wir mal, als europäischer Verlagsriese kommst und sagst, hallo, wir machen hier ein Office in Tokio auf und wollen euch die Mangaka abgraben,
dass dann die japanischen Verlage vielleicht auch sagen, ach interessant, die wollen hier uns Konkurrenz machen, vielleicht geben wir denen dann erstmal keine Serien mehr oder so. Also das musst du natürlich auch gut ausbalancieren. Mm. So, ne? Also klar. Und sozusagen für die Recherche an Titeln oder auch dieses, man schickt Angebote und so, dafür musst du nicht in Asien sein. Aber wie also, wäre das denn jetzt beispielsweise, wenn, nehmen wir mal irgendwas, was ihr auch im Sortiment habt, dann ist das am einfachsten vorstellbar. Nehmen wir mal, ihr habt ein, das ist, kann ich auch Hayabusa-Fragen stellen, wahrscheinlich, ne? DRCL. Bisschen vielleicht, ja. So, keine Ahnung. DRCL, ihr wolltet das jetzt haben und ihr, keine Ahnung, vielleicht habt ihr im Internet gescoutet, habt gesehen, neuer Sakamoto, wollen wir auf Deutsch haben. Was ist dann der nächste Schritt? Schreibt ihr eine Mail? Oder wie läuft das ab? Sagt ihr direkt so, hier, wir würden den gerne auf Deutsch verlegen, in der Mail, was sind die Bedingungen dafür, etc. Oder kommt man auf euch zu? Oder gehen auch japanische Redakteure quasi, kommen die auf den deutschen Markt und sagen, ey, wer will unser Manga verlegen? Wir wollen ihn nach Deutschland bringen. Keine Ahnung, was so abgeht. So eine Auktion oder? Ist das, so wie bei Hunter x Hunter, in so einem unterirdischen Tunnel. Und da sitzen dann alle. Ey, wir mieten eine Luxusjacht und treffen uns dann auf einem Kreuzfahrtschiff. So läuft das. Deswegen die höheren Manga-Preise, weil die Luxusjacht auch nicht ist. Ja, genau. Ey, die Luxusjacht zahlt sich nicht von allein, Leute. Ja, ja, safe. Ist so. Ja, muss Sprit ist teurer geworden. Und so. Nee, im Prinzip ist es so, also jetzt in dem konkreten Fall, das ist ja sozusagen schon ein gewachsenes Geschäftsverhältnis über längere Zeit mit den gängigen Verlagen, sage ich mal. Da ist es so, teilweise kriegen wir Lizenzlisten, so im Sinne von hier, Achtung, das gibt es jetzt irgendwie neu, guckt es euch an. Teilweise haben die Lizenzplattformen, wo man reingucken kann, digital. Und teilweise ist es eben auch so, dass wir selber recherchieren und irgendwas entdecken und die selber anschreiben. Und bei vielen Fällen ist es auch so, dass da noch eine Lizenzagentur zwischengeschaltet ist. Also, dass wir umgedreht dann, wir schreiben dann nicht jetzt Herrn Torishima von dann damals Shueisha. Ja, wen schreibt man dann an? Du schreibst ja nicht Shinichi Sakamoto eine DM auf Instagram und sagst, ey, ich würde gerne ein Manga nach Deutschland. Ja, das machen vielleicht Indie-Verlage einfach so, hey, ho. Wobei Sakamoto sogar antworten würde. Ja, wahrscheinlich. Er würde es so like und schreiben, sein, thank you, und dann repost. Ja, ist so. Nein, das hat sich ja, muss man auch sagen, das hat sich ja auch geändert. Also, jetzt nochmal kurz die Gebissfraktion. Also früher gab es ja eigentlich kaum Internet oder es gab schon ein E-Mail, wo spreche ich da rein und so. Da war es, und die Manga, ne, gab nichts online oder so. Da musste man natürlich, war es wichtiger, sozusagen öfter dann da vor Ort zu recherchieren so oder das mitzubekommen. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Verdammt, danke. Wie war die Ausgangsfrage mit? Was sich geändert hat heute natürlich auch, ist, es gibt ja einige Mangaka, die, ne, zum Beispiel auf Twitter sind oder auf oder selber Sachen auf Videos auf YouTube posten oder irgendwie sowas. Und klassisch war es ja eher so, die waren unerreichbar, die waren sozusagen geschützt durch den Redakteur, die Redakteurin und das Magazin beziehungsweise den Verlag. Also dass man die eben oft auch quasi gar nicht direkt in dem Sinne erreichbar sind oder für uns jetzt waren. Und es hat sich dann im Prinzip ein bisschen aufgeweicht, wenn man dann den einen oder die andere mal als Mangaka eingeladen hat, zum Beispiel auf eine Messe oder sowas, und die dann eben auch da vielleicht ein bisschen Kontakte knüpfen. Aber eigentlich ist es schon so, dass man da nicht direkt reingrätscht. So. Hm. Es gibt aber, klassisch war es ja auch so, also auch das ist jetzt wieder sehr, sehr hölzern zugespitzt. Früher war es ja auch eher so, ein Mangaka fängt bei irgendeinem Magazin, bei irgendeinem Verlag an und dann bleibt der da ewig bei dem Verlag. Und die Erfolgreichen inzwischen haben ja teilweise auch die Verlage gewechselt in Japan, was eine Zeit lang eigentlich verpönt war. Oder sie arbeiten parallel für mehrere Verlage und so weiter. Ne? Also das ist ja auch was. Ist das eigentlich für euch dann auch aus Verhandlungssicht oder aus irgendwelcher rechtlichen Sicht ein Problem? Jetzt beispielsweise, wie jetzt die Info gekommen ist, dass Togashi nicht mehr in der Shonen Jump oder in der, ich glaube, er hat auch das Magazin jetzt gewechselt, veröffentlicht jetzt woanders, wenn ich mich nicht täusche. Oder nehmen wir an, irgendein Mangaka würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht mehr in der Shonen Jump, sondern
Ich wechsle. Bei Innocent Rouge war das ja so, dass Innocent Magazin gewechselt hat und dann kam Rouge als Titel hin, um zu zeigen, okay, das ist jetzt in einem neuen Magazin, aber eigentlich noch die gleiche Geschichte. Würde das dann auch euren Lizenzierungsprozess nochmal ändern? Müsstet ihr da neue Kontakte aufbauen oder? Also es kommt natürlich darauf an, wohin er wechselt. Also ich sag mal, die wesentlichen Verlage mit, oder was heißt wesentlichen, das klingt jetzt so arrogant, aber also mit den meisten großen, bekannten oder auch mittleren japanischen Verlagen haben wir schon irgendeine Art Geschäftsbeziehung, zumindest über die Jahre mal gehabt, dass wir vielleicht mal auch von den kleineren mal ein, zwei Serien vielleicht schon veröffentlicht haben. Es ist tatsächlich so, dass es, wir hatten solche Fälle, ja, wie war das zum Beispiel? Tendance war so eine Serie, die war bei einem japanischen Verlag. Dann haben wir einen Vertrag gemacht. Zu dem Zeitpunkt konnte man nur, gab es nur zwei Bände, konnte man die lizenzieren. Dann ist die Mangaka in Japan zu einem anderen Verlag gewechselt. Und in so einen anderen Verlag, ne? Also nicht anderes, nur anderes Magazin. Es gibt ja vielleicht auch, was weiß ich, wenn ja, jetzt ein Magazin vom selben japanischen Verlag, das wäre nicht das Problem, ne? Aber wenn es ein anderer japanischer Verlag ist, dann ist tatsächlich so, dann hat der Vertrag irgendwann ein Ende oder es heißt dann, Achtung, der Vertrag läuft aufgrund des Verlagswechsels jetzt aus zum so und so vielten. Und wenn man dann sagt, hallo, wir möchten aber die, als Beispiel jetzt, wir wollen die neuen Bände, die dann weiterführend auch lizenzieren, dann kommt es ein bisschen immer drauf an, weil es kann sein, dass man dann wenn der neue japanische Verlag zum Beispiel, wenn der die ganze Serie nochmal neu rausbringt, dann kann es sein, dass man die nochmal von vorne lizenzieren muss. Oh, okay. Und in dem Fall war es so, Vertrag war aus, wir hatten noch Bestände von den Bänden 1 und 2, konnten Band 3 nicht bringen, in Japan anderes Design und dann der nächste so, ja, okay, Mist. Und dann musst du auch erstmal abwarten, in dem Fall waren die Bände auch, glaube ich, relativ langsam erst. Und dann hockst du manchmal so im Limbo, denkst so, ja toll, wir haben jetzt gerade, waren jetzt gerade dabei, dem deutschen Publikum die Serie zu präsentieren und dann willst du ja auch nicht sagen, so, jetzt müsst ihr, wenn ihr die einheitlich haben wollt, vom Design her, müsst ihr die alle nochmal von vorne kaufen, da fühlen sich die ja dann irgendwann auch veräppelt. Ja. Ist aber eher ein seltener Fall, kann man sagen. Okay. Hattet ihr noch eine Frage? Ja, also ich hätte tatsächlich nochmal eine Frage, die wir eigentlich unserem Gast immer als allererstes stellen. Und Kai, deswegen würde ich gerne einmal von dir wissen, was sind deine Top 3 Anime oder Manga? Kannst du dir aussuchen, was du da am liebsten nennen möchtest? Of all time. Also, was sind so deine Top 3, wenn du das so runterbrechen müsstest? Kann ich ein bisschen Anime, wie wir es zu tun haben. Anime würde ich natürlich jetzt Unterschied machen zwischen Film und Serie. Aha, okay. Wobei, also ich tue mich immer ganz schwer damit zu sagen, so was jetzt das eine Beste ist, oder ich bin dann auch immer froh, wenn einer sagt, einfach gib mir Top 3 oder so. Also, Anime. Ja. Prinzessin Mononoke. Mhm. Also Mononoke Hime. Ghost in the Shell. Mhm. Bei Film müsste ich jetzt noch gucken. Es gibt. Bei Serien Neon Genesis Evangelion. Mhm. Obwohl schon lange nicht mehr gesehen, Samurai Champloo vielleicht. Krass, krass. Ich habe die Blu-ray hier irgendwo. Oh Gott, jetzt habe ich Satoshi Kon vergessen. Also da gibt es auch Perfect Blue. Perfect Blue. Oder halt auch, Gott, jetzt hier. Wie heißt die Serie nochmal? Tokyo Godfathers? Ja, ne? Ja. Also ja, gibt, also so in der Range. Jetzt muss ich mich direkt nochmal schnell inspirieren. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Was ist denn deine Lieblings-Carlsen-Manga-Lizenz? Nimm mal die drei Lieblings-Manga-Lizenzen von Carlsen raus. Ja. Das ist, wo du am meisten stolz nachkommen kannst. Nimm auch gerne Vergriffene rein, damit du Druck erschaffst. Also, wenn man den Live-Talk der Leipziger Buchmesse, der ist ja nicht so lange her, sich anschaut, hat man vielleicht schon eine Idee. Auch eine große Empfehlung. Da hatten Kai und ich schon mal das Vergnügen miteinander. Ja, genau. Willkommen zurück. Genau. Ja, also jetzt ist, auch da würde ich natürlich sagen, ja, das kommt jetzt drauf an, mein persönlicher aktueller Geschmack oder dies oder was waren jetzt die wichtigsten im Laufe der Jahre, bla bla bla. Nimm also, einfach dein Bauchgefühl, was dir gerade am meisten gefällt. Ja, Dragon Ball natürlich, weil ohne den, ne, wären wir nicht hier oder ihr vielleicht, ja. Ich wäre auch nicht hier. Nee, wir wären nicht hier. Und dann geht's,
Ich nehme jetzt noch, was nehme ich jetzt exemplarisch andere Beispiele? Pluto von Urasawa. Oh, geiler Take. Geiler Take. Und Gott. Ja, Lady Snowblood würde ich noch nehmen jetzt. Boah, den kenne ich gar oh, nicht. Oh, auch cool. In drei Bänden abgeschlossen, das Werk, richtig? Habe ich alle drei Bände hier und das wollte ich auch die ganze Zeit schon lesen. Bin ich sehr gespannt. Das ist von Koike, oder? Ja, geschrieben von Koike und gezeichnet von Kamimura. Ja, genau. Kamimura. Die haben viel zusammen gemacht. Also vielleicht kurz, ich meine, aktuell würde ich dann, oder relativ aktuell, ich würde auch Sachen sagen, wie die jetzt vielleicht nicht so groß auf dem Schirm sind. Search and Destroy zum Beispiel, Atsushi Kaneko, finde ich persönlich super geil, obwohl es nicht so der typische Manga-Style ist. Also typische Manga-Style in Anführungsstrichen. Aber also die, ne, da gibt es noch tausend andere, die man nennen könnte, die irgendwie sozusagen wichtig waren. Aber Dragon Ball halt natürlich, weil er etliches eröffnet hat und er tatsächlich, da war ich ja schon Mitte 20 rum, als damals war ich noch im Comic-Shop, als der rauskam. Ach krass. Geil. Und das, also als der gestartet ist. Und das war dann wirklich so, ich hatte vorher, weiß nicht, Crying Freeman zum Beispiel gelesen oder Akira und solche Sachen, Ghost in the Shell aus Battle den Angel Mitte 90er. Alita, genau. Ja, ja. Weißt du das? Ja, hier genau, ja. Das war Schreiber und Leser, genau. Crying Freeman. Und wenn man es genau nimmt, war dann Dragon Ball der erste Shonen-Manga eigentlich, den ich gelesen habe. Ne? Also vorher gab es ja eher tatsächlich diese Seinen-Sachen, weil es gab eigentlich kein Manga-Publikum. Aha, es gibt US-Fans. Aha, Akira in Farbe. Und so hat sich das ja so ergeben eigentlich in vielen europäischen Ländern, dass das die auch immer so ein bisschen geguckt haben, was machen die Amis, was machen die Franzosen, die Spanier. Damals gab es ja auch keine digitalen Druckdaten. Dann hieß es so, wer hat denn da Material zur Verfügung in gespiegelter Form, wenn es geht? Weil, ne? Und Dragon Ball war da. Wir wollen ja nicht von hinten nach vorne lesen, war da noch so ein genau, Ding. Genau, nee. Also, ja. Macht ja keiner. Ja. Richtig deutsch. Lady eigentlich. Snowblood, Lady Snowblood, vielleicht dazu noch, bei den habe ich jetzt auch nochmal genannt, weil da war ich sozusagen noch relativ neu jetzt zuständig dann fürs Programm hier und zu dem Zeitpunkt hatten wir halt viel ja Shonen oder Shoujo Sachen aus ne Banzai und was danach kam, Daisuke, was danach kam und relativ wenig so Seinen Sachen und da war es tatsächlich so, den habe ich in einem US-Katalog entdeckt und ich so, Alter, was ist das denn? Das sieht ja geil aus. Und in dem Fall habe ich tatsächlich zum Beispiel, das war witzig, insofern, da habe ich so, ich muss irgendwie rauskriegen, wie man in die Lizenz rankommt und habe dann ab im Netz recherchiert, das war mal das 2005 oder sowas, kommt einem schon wie 100 Jahre hervor und die hatten dann so ein Formular auf der Webseite, dann habe ich da hingeschrieben, so hallo und dann bekam ich Antwort, das war dann der Witz hoch 10, ich bekam dann Antwort von einer Lizenzagentur, mit der wir in etlichen anderen Fällen auch schon direkt zusammengearbeitet haben. Also ich habe überhaupt nicht, ich hatte ja sozusagen noch kein Buch in der Hand und hatte keine Ahnung, wer ist da jetzt quasi für die Rechteverwertung oder sowas zuständig, Lizenzierung. Und das war dann ulkigerweise genau eine unserer ja gut bekannten Agenturen, auf denen den Gedanken war ich vorher gar nicht gekommen, die zu fragen, so ungefähr. Das ist aber jetzt ja, das war so ein lustiger Zufall. Und ich finde den selber halt auch einfach total... Ja, total wild und müssen wir uns vielleicht mal reinziehen für die Knowledge, um sie wieder mal zu erweitern an dieser Stelle. Lady Snowblood wurde ja auch neu aufgelegt vor kurzem erst, also in den letzten Jahren. Ja, ist auch auf deinem Mist gewachsen. Ja, naja, das war dann auch so, weil die erste Ausgabe, die war in dem größeren Taschenbuchformat. Es war damals auch nicht üblich, dass man so fette Dinge hatte. Ne? Also jetzt das hier, genau, das ist jetzt die neue Edition. Genau. Mhm. Und, ist das so eine Perfect Edition oder ist das so? Ja, die heißt nicht so, aber im Prinzip ist sie so vom Format. Also, ja, ja, genau, das meine ich. Ja. Okay. Und was da auch noch, kleiner Side-Joke, Fun Fact, ich kann mal kurz, Sekunde. Wir haben damals nämlich, es gab nur zwei dicke Bände, ne? Und dann haben wir damals nämlich so eine Box gemacht. Wow, schick. Und also das ist so ein normales Taschenbuchformat quasi. Und wir dachten, das Ding ist abgeschlossen mit zwei Bänden. Nein! Und dann, Jahre später stellte sich dann raus, dann hatten die wohl von dem Originalverlag, irgendwann haben die nochmal in den Archiven gegraben und haben, also die 1 und 2 sind quasi mehr oder weniger ein Story-Arc, würde ich mal sagen. Ah, okay. Und dann gab es tatsächlich noch eine weitere Story, auch von dem Zeichner, die so ein bisschen in den Archiven vergraben war.
Und die ist dann nachträglich in Japan auch nochmal rausgekommen. Und da haben wir gedacht, verdammt, ein Schuber. Und jetzt kommt auch ein dritter Band. Und ja, und dann haben wir die aber nochmal neu rausgebracht. Das ist aber cool. Eben größer. Sehr cool. Was mich mal interessieren würde, das ist nämlich noch eine Sache zu diesen ganzen Sachen, lizenzieren etc., gucken, was gerade aktuell ist. Einerseits denke ich mir, ist ja voll cool, dass es jetzt Social Media gibt und man ist zeitnah, also man ist am Zeitgeist dran, man kriegt direkt mit, was ist in Japan gerade krass, was gucken sich die deutschen Influencer gerade an, kann man sich irgendwie inspirieren, sage ich jetzt mal, und kriegt vielleicht schneller oder auch kommt schneller auf die Idee, sich eine Lizenz zu holen, anstatt sich immer eine Banzai zu importieren. Andererseits, nicht eine Banzai, eine Shonjump, andererseits denke ich mir, ist es nicht auch irgendwie voll die schwere Aufgabe zu wissen, ist so ein TikTok-Hype gerade ausschlaggebend für gute Verkaufszahlen oder ist er nur ein TikTok-Hype von einem Monat und die Lizenz wird sich nicht gut verkaufen und wenn wir da jetzt reingehen, könnten wir uns auch verkalkulieren und ein Verlustgeschäft fahren. Du willst jetzt über Kaiko Rabachi sprechen? Ja, oder? Das wollte ich gerade sagen. Sehr geschickt eingefädelt. Nee, aber das, ich meine, an dem Beispiel wird es ja tatsächlich ja. Ja, es ist sehr interesting. Also die. Ich meine, das ist natürlich, man muss schon fair sagen, das ist schon eigentlich einfach nur ein Meme. Geht man jetzt als Verlag da rein und sagt, naja, das Meme ist aber echt ein starkes Meme? Oder sagt man, das ist ein Meme? Aber man könnte auch, nehmen wir mal an, wir wollen jetzt, hat sich erledigt das Thema inzwischen, aber ganz populäres Beispiel, alle seit 2 Jahren auf Social Media haben nach Vagabond geschrien. Jetzt kann man jetzt sind ja 10.000 Likes auf dem TikTok, die sagen, wir wollen Vagabond, nicht gleich 10.000 Käufer für alle 36 Vagabond-Bände. Wie will man jetzt dieses Risiko kalkulieren, ob das ernst gemeint ist, dieser Hype ob da Kaufkraft hintersteckt? Ich sag mal, über die Jahre haben wir da die unterschiedlichsten Erfahrungen gemacht. Also muss man halt auch sagen, deswegen, wir gehen natürlich das, was früher war, das sagt dir noch gar nichts zwingend über was danach kommt, bei irgendeiner anderen Serie in einer anderen Welt, 5 Jahre später oder sowas. Also es ist, ich sag mal, so ein Meme allein reicht nicht. Außer man macht zum Beispiel Karu Rabachi und es kommt direkt in der Perfect Edition der erste Band raus mit einem Schuber und man setzt dieses Meme halt oder wirklich nur der erste Band. Nur für jeden Band gibt es einen eigenen Schuber. Nur der erste Schuber, Band so, ne? Mit so Goldseiten. Das ist das Einzige, was jemals rauskommt. Nur zum Beispiel. Nur um den Hype mitzunehmen. Ich habe letztens entdeckt, Kai weiß das bestimmt, aber Lazar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, es gab mal so eine verrückte, nur die ersten 7 Bände Dragon Ball Edition, die war so golden in so einem Schuber. Ja. Ich habe das gesehen und ich dachte, warum habe ich das nicht? Und dann dachte ich, verdammt, ich glaube, das ist so ein Leipziger Buchmesse. Dann hast du in eBay geschaut und gesehen, dann habe ich in eBay geschaut und dann wusste ich, warum ich es nicht habe. Aber dann stand da auch in der Beschreibung. Wieso, was kostet denn der jetzt? Ich glaube, so 300 Euro. In der Beschreibung stand 35 Euro gekauft. Wow. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann dachte ich kurz, 300 Euro? Nein, lass mich. Da sind sogar Farbseiten drin. Wahnsinn, hör auf. Nee, das war tatsächlich so eine Sonderedition. Die hatten wir dann zu einem Zeitpunkt lizenziert, also das war sozusagen noch nicht auf meinem Mist gewachsen, also neutral gesagt, die haben wir lizenziert zu einem Zeitpunkt, als der immer noch total abflog. Also bei Dragon Ball muss man sagen, es gab eine Zeit, also der hat sich sozusagen, der hat nicht sofort, war nicht sofort ein Hit, sondern der ist Ende 97 gestartet und hat sich immer weiter nach oben gearbeitet. Dann kam irgendwann der Anime, ich glaube, war in Japan auch. Meine früher 2000, der kleine Dragon Ball und dann Dragon Ball Z am, ich glaube, 28. August 2001, irgendwie sowas. Und ab da haben wir auch noch Magazine gemacht und alles. Und ab da hatte der halt einfach eine Sichtbarkeit. Und dann flog das Ding wirklich komplett durch den Decke. Also von jetzt auf Super Turbo. Ich war damals im Vertrieb. Und also nicht deswegen, das war nicht super Turbo, weil ich im Vertrieb war, sondern egal. und dann ist der aber tatsächlich, der ist dann im Frühjahr 2003, ist der von den Verkäufen von gefühlt von einer Woche auf die nächste, wie ein Soufflé, war der erstmal weg. Die waren alle schon veröffentlicht und liefen alle durch. Und dann war so dieser Moment, okay, jetzt haben sie es alle irgendwie über. Und danach kam erst diese Box raus. Die war sozusagen vorher schon lizenziert, die war, glaube ich, zu Weihnachten 2003 wahrscheinlich. Könnte ich jetzt nachgucken, aber die lief dann sozusagen auch nicht ganz so stark wie
erhofft, sage ich mal. Aber, und die hat die ersten 7 Bände und ich glaube, die haben hinten irgendwelche Farbillus noch mit drin. Das war aber so eine einmalige Sonderedition eigentlich. Krass. Aber da ist keine weitere Manga-Seiten drin oder sowas jetzt. Nee, das nicht. Aber das ist ein guter Punkt. Was sind denn Werke, vielleicht, falls du drüber sprechen kannst, wo ihr große Erwartungen hattet, die sich leider nicht erfüllt hatten, oder wo ihr wenig Erwartungen hattet, wo ihr ein Risiko eingegangen seid, das sich dann komplett ausgezahlt hat? So, fällt dir da ein Beispiel ein? Ja, ich bin gerade am Überlegen. Also es gibt also große Erwartungen. Ich glaube, wir hatten so gesehen das Glück, wir hatten jetzt noch nicht ein Werk, wo wir sagen würden, da hatten wir wirklich die totalen Hyper-Hyper-Erwartungen und sind komplett auf die Fresse geflogen. Es gab aber Titel, wo wir gesagt haben, Vergleichstitel so und so und so, okay, als Beispiel jetzt von dem verkaufen wir auf jeden Fall, ich sag mal, 10.000 Stück, 15.000 Stück. Die haben es dann leider absolut nicht erreicht. Also Oki Tenemuro zum Beispiel ist so eine Serie, die mir jetzt so einfällt. Oder du hast Fälle wie, nämlich nochmal mit diesem Thema, was ist jetzt gerade ein Hype oder nicht? Und egal, ob Social Media oder nicht, zum Beispiel bei Promised Neverland, da waren wir sehr schnell, sehr nah dran. Also sozusagen gleich bei Band 1 haben wir so angeguckt, recherchiert, drüber gesprochen, wie so, oh ja, der sieht wirklich sehr gut aus. In dem Fall haben wir zum Beispiel damit gerechnet, dass der bei Kase oder jetzt Crunchyroll landen würde, weil die quasi so eine Art Erstzugriff da auf Shueisha-Titel zumindest damals hatten. Weiß ich nicht, ob sie den heute so noch haben, aber und dann haben wir die Serie bekommen und die wurde auch ein super großer Erfolg. So. Und es gibt aber auch andere Beispiele, wo du denkst, okay, das wird jetzt wahrscheinlich das nächste tolle Ding und dann bist du ganz nah dran. Samurai A zum Beispiel, von dem Naruto-Zeichner, die Folgeserie. Ja, das ist nicht so das Ding gewesen. Ne? Phantom Seer, auch von Shueisha. Das tut mir so leid, weil Phantom Seer war so eine geile Lizenz. Das Problem war einfach, dass es ja geäxt wurde in Japan und mit dem vierten Band quasi beendet wurde. Und man hat halt, also ich finde die Bände so viel geiler teilweise als, weil es ist ja auch die ähnliche Thematik wie bei Jujutsu Kaisen, aber ich habe es mehr enjoyed bei Phantom Seer. Ich fand auch den Anfang viel catchier. Der erste Band war schon richtig gut und leider musste der Mangaka damit abbrechen und das wurde aus der Shonen Jump gekickt. Und ich weiß nicht, die Konkurrenz war quasi, weil es dieselbe Thematik ist, ob es andere Gründe hat, weiß man im Endeffekt nicht. Aber Phantom Seer hätte ich sehr gegönnt, weil ich fand den Manga sehr geil. Ja, und also ich habe auch noch sozusagen andere Beispiele sind, wo wir, glaube ich, damals das Glück hatten, dass nicht so viele Verlage in Frage kamen, also zum Beispiel bei Attack on Titan, ne? Also das sozusagen die Situation, wie Attack on Titan hochkam und lizenziert wurde und das ganze Timing, das kannst du auf die heutige Zeit, kannst du vergessen, das kannst du nicht mehr übertragen. Damals vor nur 11 Jahren oder wann das war, da gab es den Anime ja noch nicht. Und dann zum damaligen Zeitpunkt, wenn du in die ersten Bände geguckt hast, mit dem hiesigen Markt, was funktioniert, welche Art Zeichenstil mögen die hiesigen Leserinnen, Leser und so weiter. Wir haben so gehört, ja, okay, das ist jetzt ein großer Erfolg in Japan, aber dann guckst du auf die Zeichen und dann so, okay, also jetzt, wenn ich mir auf diese Cover gucke, hier Körperwelten meets deutsche Buchhändlerin auf dem Tisch, kann ich mir nicht vorstellen irgendwie. Und der Zeichenstil ist ja auch, sagen wir mal, ungewöhnlich und zumindest zu Beginn, aus heutiger Sicht natürlich überhaupt nicht mehr, aber wenn damals in der Theorie, wenn Kodansha damals gesagt hätte bei Band 2, guck hier, wollte haben, ja oder nein, entscheidet euch in 2 Wochen, hätte ich sofort gesagt. Vergiss es, gute Reise, auf Wiedersehen. Dann haben wir sozusagen zum Glück den richtigen Zeitpunkt erwischt. Das war noch bevor der Anime dann, glaube ich, zumindest nach Deutschland kam. Aber wir hatten es dann quasi, wir hatten so einen Slot, ich glaube, die Franzosen hatten das vorher schon lizenziert. Und dann stehe ich auf der Japan Expo in Paris und hatten die, glaube ich, wenn mich nicht meine Erinnerung nicht trügt, dann haben die auf jeden Fall so einen Stand aufgebaut und dann habe ich die ersten Cosplayer gesehen und auf einmal hat es so wirklich so Klick gemacht und ich so, okay, jetzt habe ich es kapiert. was gar nichts jetzt mit der Qualität des Manga zu tun hat oder dem Zeichenstil oder irgendwie sowas, sondern dann bist du schon in dieser Range, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, warum auch immer, ein Hit. So.
Und was man nicht vergessen darf, zu dem Zeitpunkt war ja vorher, bis sagen wir mal, ja, bis 2014 kam der auf Deutsch raus, für über mindestens 10, 15 Jahre hinweg niemand, keine Serie von keinem Verlag konnte auf dem deutschen Markt auch nur annähernd One Piece oder Naruto erreichen. Oder Dragon Ball. Also Dragon Ball war dann schon, ne, lief dann noch so weiter, aber die beiden halt neue Bände war immer ziemlich sicheres Level und egal, was du vorher gemacht und Hotel und Marketing, du bist immer drunter gelandet. Und dann kam halt, Attack on Titan ist vielleicht technisch irgendwie schon noch ein Shonen oder ich sag mal Shonen Plus und wir machen es dann, empfehlen es ab 16. Und dann kam dieses Jahr, kommt so ein Viech und der verkauft im ersten Jahr das Doppelte von Naruto und One Crazy. Piece. Und 3 Monate später kommt Tokyo Ghoul bei Kaze raus, wo du auch sagst, boah, geile Cover, geile Story, aber 3 Monate später, der knallt genauso ab. Ja, und dann denkst du auf einmal so, jetzt hat sich hier, ne, vor 10 Jahren, da hat sich wirklich was geändert im Markt. Okay. Dass du Tokyo Ghoul gerade angesprochen hast, das leitet perfekt zu einer Frage, die uns 80.000 Mal gestellt wurde, gefühlt. Und die uns auch interessiert wahrscheinlich. Und zwar wollen sehr viele Leute wissen, ob es schon Momente gab, was so, weil so gab es es wahrscheinlich gab, wo ihr gerne eine Lizenz gehabt hättet, aber sie leider nicht gekriegt habt. Und die dann, und ob du mal ein konkretes Beispiel nennen könntest, was ihr gerne haben wolltet, warum ging es nicht, wo ist es jetzt? Fire Force zum Beispiel. Ah, okay. Wir haben ja, hatten wir vorher ja Soul Eater veröffentlicht vom selben Mangaka. Das war noch von, oder haben wir immer noch im Programm, das ist von Square Enix. Und Fire Force ist dann bei Kodansha gestartet, mit dem wir sonst auch gut zusammengearbeitet haben. Und ja, der hat uns dann in dem Fall Tokyopop überboten wohl. Okay. Und ich überlege gerade, hier zum Beispiel jetzt neuerer Fall, Gokurakugai wollten wir auch gerne haben. Oh. Der ist dann an Crunchyroll gegangen. Das überlege ich gerade. Ist noch. War das bei Tokyo Ghoul so ein Fall, wo ihr überlegt hattet, oder war das sowieso klar, dass der zu Kase geht? Ich nehme mal, also ich krieg's jetzt nicht mehr ganz genau zusammen, aber das war jetzt nicht so, dass wir eine Offer geschickt hätten oder so, sondern der war quasi, der war ja eigentlich, der kam, glaube ich, im Sommer 2014 raus. Das heißt, das haben die schon 2013 lizenziert. Also da haben wir meines Wissens kein Angebot abgegeben. Okay. Weil wir damit, ich sag mal, Attack on Titan und anderen Sachen beschäftigt waren. Also das ist beim Programm machen ja auch immer, Entschuldigung, das ist auch so ein Ding. Natürlich kriegst du immer wieder auf Fragen gestellt, so, haha, wieso habt ihr denn nicht Demon Slayer gekriegt? Oder irgendwie so, ja, weil zum damaligen, ne, spul zurück in die Zeit, als diese Titel aufs Trapez kam oder verhandelt wurde, da hast du vielleicht gerade ein ganz anderes Programm schon in Planung gehabt oder das war schon voll und irgendwelche Schwerpunkte waren schon festgelegt und man hat dann manchmal typisches Ding, Kristallkugel meets verlegerische Nase, hast du dem vielleicht da mal nicht so viel zugetraut oder so, ne? Also Demon Slayer zum Beispiel. Ja, das ist ja so ein Ding, wo alle immer wieder sagen, wieso ist Demon Slayer nicht bei Carlsen gelandet? Das fragt sich jeder immer. Ja, also ich kann es jetzt nur aus meinem Blickwinkel sagen. Die Serie wurde uns angeboten. Zu dem Zeitpunkt war das Programm eigentlich schon voll. Oder sozusagen zugeplant. In welchem Jahr war das? Jetzt muss ich überlegen. 17 oder 18, oder? Ja, irgendwie sowas. 17, 18. Also es war auch, also dieser Übererfolg von Demon Slayer war ja auch nicht absehbar, bevor der Anime da war. Das war ein Jahr, bevor der Anime startete. Mhm, ja. Und dann sitzt du da im Lizenzmeeting und hast dann halt diverse, weiß nicht, 20 Bände, Bücher, Fälle, über die du sprichst, mögliches Interesse. Und dann sagen, ja, davon kommt nächstes Jahr ein Anime. Und denkst du, ja, nächstes Jahr kommen, weiß ich nicht, 40 Anime, kannst nicht alles machen. In dem Fall war es noch so, dass, also glaube ich auch vom Zeichenstil, das am Anfang noch so, dann ist es schon relativ lang, dann ist es irgendwie schon ein bisschen komisch. Aber kannst du die Zeichenstilsache mal ausführen, so mit also, nee, nicht so ganz, genau. Ganz unpopular, aber wir hätten, glaube ich, genauso entschieden wie du, Kai. Deswegen uns quasi das erste Chapter Demon Slayer vorgelegt bekommen. So, ich glaube, ich hätte mich da auch nicht so für die Lizenz bemüht. Letztlich nicht, nee, so rumgerissen. Es spielen aber auch andere Sachen noch eine Rolle. Weißt du, sitzt dann da, du denkst, das ist doch irgendwie komisch. Von diesem Ding gibt es schon 12 Bände oder was das waren. So irgendwie seltsam, dass da noch nie einer sich groß drum
bemüht hat, dann denkst du manchmal auch so, ja, okay, weiß ich jetzt nicht, ist das so ein bisschen, ist das so Sauerbier anbieten oder wollen die es wirklich gut mit dir meinen, dass sie es dir anbieten? Und es kam dann noch hinzu, also wir hatten dann nochmal entsprechend recherchiert, die Serie war in Frankreich schon gestartet worden von Panini und war abgebrochen nach drei Bänden. Die hatte damals den Titel, ja, die hatte den Titel Les Rôdeurs de la Nuit. Ich weiß jetzt nicht, ob der Titel dann, die genauen Gründe für den Abbruch kenne ich nicht. Aber zu dem Zeitpunkt offen gesprochen, ich dachte, wenn Panini in Frankreich eine Shueisha-Serie abbricht, das ist ja, also noch ja, schlechter kannst du ja eigentlich nicht performen, strategisch, sag ich mal. Und dann hast du gesagt, ja gut, nee, weiß ich nicht. Und anderen Verlagen ging das meines Wissens genauso. Es gab dann sozusagen Manga-Kult, die dann da einfach den Riecher oder das Glück oder beides hatten und gesagt, so komm, das ist cool, das lass mal starten. Und auch in Japan ist der ja so hoch explodiert, ist ja Harry Potter das Manga gewesen. Der hat ja in dem einen Jahr da, glaube ich, mehr verkauft als Shueisha mit dem kompletten restlichen Programm zusammen. Also das ist ja völlig zick so 2019 oder 20. Oder sowas. Ja. Ja, das waren dann 80 Millionen oder so und das zweitmeiste Manga war so bei 8 Millionen so oder so. Es ist immer so, also ist immer so crazy, weil wenn du auch Manga-Kult anguckst, der passt ja gar nicht zum restlichen Sortiment. Du denkst dir immer so, der ist, was macht der da? Aber das, für die ist gut, dass die den haben. So, ne? Also, ich meine, das haben sie sich ja auch, ich meine, die haben ja jetzt auch, ich sag mal, keinen Schrott abgeliefert, würde ich mal sagen. Ja, also, ne, das muss ja durchziehen, da haben sie noch die Boxen gemacht und so weiter. Also, so viel muss man ja auch dann Respekt an die Kollegen da zollen, dass sie sich da sehr gut drum gekümmert haben, offenbar, weil sonst wäre das ja auch kein Erfolg hier geworden. So. Das stimmt. Die machen sowieso auch sehr gute Arbeit. Ja, aber das ist natürlich interessant, dass ihr da gesagt habt, nee, sowas, Demon Slayer, da kann ich mir nicht vorstellen. Und jetzt? Aus heutiger Sicht denkst du auch so. Das ist ja schon mal so ein bisschen wie in so Aktien oder ETFs investieren. Ja? Also du bist ja ein bisschen wie an der Börse und du schaust so, okay, weil du kannst in die Zukunft gucken, du musst so mit deinem Know-how irgendwie, mit deinem Wissen, was du dir angeeignet hast, ungefähr einschätzen können, wird das ein Erfolg, wird es nicht, wird es sich lohnen? Ich finde das eigentlich sehr interessant, weil damit hat man eigentlich einen sehr spannenden Job, um sich dann zu freuen, wenn man mal einen guten Griff hatte oder irgendwie eine Intuition für die richtige Lizenz. Aber gibt es denn auch viele Lizenzen, wo ihr sagt, die haben wir geholt für der Name oder für die Community, aber die haben uns eigentlich gar nichts gebracht? Das war eigentlich ein Verlustprojekt. Oder macht Kleinvieh da auch Mist, sage ich mal? Naja, Kleinvieh kann positiven wie negativen Mist machen, ja, ne? Ja. Also, ich suche jetzt gerade nochmal nach Beispielen. Also, es gibt Titel zum Beispiel, die wir machen, wo wir eigentlich davon ausgehen, dass wir kein Geld damit verdienen. Okay. Wo wir okay sagen, das ist jetzt ein Image-Projekt. Ja. Zum Beispiel? Ne, Lilibet. Ja. ja, da kann ich gleich gerne was zu sagen, weil das war am Anfang tatsächlich diese Image-Schiene. Nee, aber zum Beispiel die Tezuka-Sachen, also hier die Adolf-Neuausgabe oder dieses MW, da weißt du halt, okay, das ist einfach so, ey, ne, Tezuka, Großmeister, man muss es da ab und zu mal wieder nochmal probieren irgendwie, aber das aber ist so ein halt Astro Boy ist jetzt nicht geplant, willst du sagen? Also inzwischen ist der Markt so wild, dass ich auch nichts grundsätzlich ausschließen würde, aber also der Vorteil heute ist, du kannst dir mehr Varianten überlegen, weil bestimmte Fans halt auch inzwischen da sind, die dann sagen, für eine schöne Ausgabe gebe ich dann nochmal Geld aus. Ne? Also da ein Beispiel zu nennen, Monster von Urasawa, das ist ja früher bei Egmont erschienen, Anfang der 2000er Jahre, also da nochmal Credits an Egmont und damals Georg Tempel und Co., da gab es halt in dem Sinn nicht den Seinen-Markt oder auch nicht die mediale Aufmerksamkeit drumherum. Und das ist nach meinem Wissen nicht gut gelaufen. Und wir haben das neu rausgebracht, weil wir gesagt haben, ey, so ein Klassiker, so ein Quality-Titel, den muss einer machen. Und ich glaube, es gab auch noch mindestens einen anderen Verlag, der dann überlegt hat, dann haben wir gesagt, los, komm, jetzt, let's go. Und der ist zum Beispiel auch vor der Netflix-Anime-Ausstrahlung, ist der wirklich für uns dann überraschend wirklich gut gelaufen. Also, Entschuldigung, mein Handy.
Ja, Mann. Alles gut, alles gut. Und Billy Bat zum Beispiel, das war so ein Ding, als, wann ist der gestartet? 2012, glaube ich. Da hatten wir vorher auch so, boah, das ist schwierig mit Urasawa. Wir hatten zwar schon Pluto, aber wir wussten, okay, da gibt es eine gewisse Grenze. Urasawa war einfach schwer zu verkaufen zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir gedacht, ja, Billy Bat, das ist richtig geil und das müsste man eigentlich irgendwann mal machen. Aber das ist eher so, ja, okay, mittelfristig, ne, so eine Art. Irgendwann willst du mal diese Duftnote hinterlassen haben. Und dann meldet sich in dem Fall dann Kurt Dansch, hat irgendwann gesagt, hallo, wir haben ein Angebot von Billy Bat, wolltet ihr nicht auch? Und wir so, nee, ne, da bietet einer auf Billy Bat, alter Schwede. Und dann war so, okay, ich glaube, es war Egmont. Und naja, die Das war hatten, der ja, Marco und why er dachte not? sich so, Billy Nee, Bat. ich glaube, Marco war dann, ich weiß nicht, aber es war dann so, irgendwann sitzt du dann so da, okay, warum sitze ich eigentlich hier? Warum machen wir das alles? Also von wegen, das kann, Existenzgedanken. also das war dann wirklich so ein bisschen, was man eigentlich nicht laut erzählen darf, weil man ist ja immer nur berechnend und geschickt und strategisch. Nein, aber das war so ein Ding, wo du sagst, so von wegen, das kann nicht sein. Wir müssen echt alles versuchen, damit wir das kriegen, so, ne? Und dann haben wir den rausgebracht, auch mit ein bisschen Marketing, sage ich mal, für unsere Verhältnisse. Und der ist so, naja, gelaufen und dann aber auch die späteren Bände wirklich mau. Aber es war so, ey, it's Wir alle drei really haben ihn one of the komplett. best. Und dann ist tatsächlich, als sie alle raus waren, dann gab es plötzlich noch mal so einen Schub durch, ich glaube, das Lag war an so uns. Presse, ja, genau, und sicher Lag an Social Media. Und wir hatten dann immer so dieses so, nee, okay, das kannst du von hinten nicht rechnen, den nachzudrucken, aber wenn wir den Preis, damit es nicht ein bisschen glimpflich abläuft, müssen wir leider den Preis erhöhen, auch wegen dieser Farbseiten und so. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass wir den jetzt nicht reich werden damit, aber dass du sagst so, okay, das ist auf einem Level, wo man dann wirklich sagt, okay, dann drucken wir ein kleines Häppchen nach. Cool. So. Das ist schön zu hören, das ist ein großartiger Manga. Aber was ist eigentlich mit 20th Century Boys passiert? Das ist ja die einzige Urasawa-Reihe, die nicht bei euch ist. Habt ihr Ja, geschlafen oder die was? war früher schon die war früher schon mal bei Panini gewesen. Ja, Die hatten stimmt, die mit als Taschenbücher Einzelbänden. rausgebracht, mit dem berühmten Band 9 in Print-on-Demand-Auflage, den alle gesucht haben. Ja, das war, glaube ich, die wollten das hat sich auch nicht gelohnt. Und zu dem Zeitpunkt, wo die dann diese, wie heißt du bei denen? Master Edition? Nee. Also die Ultimative Groß Edition. Ultimative, genau, die Großformate. Als sie das gemacht haben, ja, da hatten wir, glaube ich, gerade irgendwie Monster am Wickel und ja. Das, aber Was ja, passiert ich dann muss manchmal jetzt, so. ich weiß, es ist ein leidiges Thema. Aber ich muss jetzt das letzte Mal, muss ich dieses Rätsel aufdröseln, einfach damit ich es komplett verstehe. Es war ja, Egmont hat sich ja jetzt Vagabond geholt. Und was mich Oh, jetzt ich in muss weg. diesem. ich habe Tut jetzt mir zwei, leid. ich hab zwei Fragen zu Leitung, dieser ich höre dich Sache. nicht mehr. Ja. Die eine ist. Hattet ihr da auch Interesse dran? Habt ihr da versucht oder gesagt nur ja oder nein? Oder wolltet ihr oder ja? Wir haben überlegt, aber Ihr habt nicht ernsthaft drauf geboten. nein. Oder, nee, okay. Und die zweite ist, und das ist Soll eine ich Sache, die erklären, mich. warum? Oder Ja, nee, erklär ist erstmal mir egal. warum. Erklär. Das will ich wissen. Also ursprünglich war es ja mal früher auch eine Egmont-Serie, ne? So, Ja. also in Taschenbuchform. So, dann habe ich auch irgendwann ging es darum, wer kriegt Slam Dunk? Slam Dunk ist bei Hayabusa gelandet. Dann kam gleich, was ist denn jetzt mit Vagabond? So, und dann habe ich damals zum Beispiel auch dann die EMA-Kollegen so, ich so, was ist denn jetzt mit Vagabond? Wollt ihr den nicht? Jetzt ist es tatsächlich in dem Fall so, es gibt mehrere Gründe, warum das aus meiner Sicht risky war. Das eine ist, Open End seit wie vielen Jahren? 8 Jahren? Ja, so Weiß ich ja. nicht. ungefähr so 12. Ja, aber finished in Bin so ich zwei, drei Jahren. editorisch ein komisches Gefühl, also wenn du dann, ich sag mal, bei sowas wie Hunter Hunter bist du bei Band 37 und dann, ne, das ist was anderes, als wenn du jetzt anfängst, was Offenes seit langer So, Zeit ja. neu zu ist komisch irgendwie. Aber es ist Vagabond. Ja. Das andere ist diese Frage, was du vorhin hattest, oh, wie lange hält dieser Hype? Ne? Wenn die Leute Ja. sozusagen seit 1, 2 Jahren danach schreien, so wenn wir das jetzt lizenzieren, kommt das nächstes Jahr raus, in welcher Form? Wie viele Jahre vergehen, bis wir beim jetzigen japanischen Stand sind? Sind die dann alle noch da? Oder sagen die alle geil, 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 kaufen sich die Bände 1 bis 3 und sagen, ach ja,
Oder kaufen sich, wenn sie die Ami-Ausgabe vielleicht haben, dann die Ami-Ausgabe voll. Also das ist auch so ein, das ist ja oder was beides. Das sind jetzt nicht nur 5 Bände, ne? Oder so, sondern ja. Und dann kam noch hinzu, aber das kann ich jetzt nicht im Detail beurteilen, aber das ist ja, glaube ich auch, dass dass da einfach vom Management oder vom Abstimmungsweg her eben auch das vielleicht am Ende derselbe Weg, vielleicht nicht derselbe Weg, aber derselbe Management und Co. zuständig ist wie bei Slam Dunk. Und bei Slam Dunk wissen wir einfach von den Hayabusa-Kollegen, dass das ein unglaublich aufwendiges Approval ist, wo du wirklich bis in die Nanoteilchen Sachen nochmal checken und so weiter machen musst. Da kannst du quasi, ne, das war so ein bisschen auch die Befürchtung vielleicht, wenn wir das machen und das läuft da genauso, dann kannst du hier ein, zwei Leute nur für die Serie beschäftigen, so Ah, ungefähr. okay. Also, Und das ja. war meine zweite Frage im Prinzip, weil ich ja weiß, wie das bei Slam Dunk bei euch ist. Das ist ja ein bisschen, ich sag mal so, Michael hat sich, glaube ich, das ein oder andere Mal die Haare gerauft. Und jetzt ist meine Frage: Da gibt es ja ganz, ganz strikte Vorschriften. Das Hayabusa-Logo durfte nicht so drauf, wie es normalerweise draufkommt. Das war schwer, irgendwie Leseproben durften auch nicht richtig gestellt werden, etc. Sehr viel Marketing-einschränkende Sachen auch. Und jetzt kommt da Egmont um die Ecke und verändert Vagabond bis zu einem Grad, wo du denkst, das gab es auf der Welt noch gar nicht, diese Ausgabe, diese 2-in-1 Master Superformat, was die da haben. Diese Ausgabe gibt es einfach nicht. Und jetzt frage ich mich, woran liegt das, dass die da so einen Spielraum hatten? Und inwiefern ist es bei euch so, dass ihr teilweise, also gibt es auch Editions, wo ihr sagt, oder wo ihr mehr Spielraum habt, wo ihr sagt, da können wir jetzt was machen, was es so noch nicht gab? Ja, Oder wie, woran liegt gibt sowas? es, ja. Ja. Das liegt am, entweder Originalverlag oder in Mangaka, beziehungsweise wer auch immer dann da bei dem Approval, also bei den Genehmigungen da sozusagen der Kreuzbube oder die Kreuzdame ist, die das entscheiden darf. Also, ne, wenn es kann gut sein, dass das bei Vagabond anders ist als bei Slam Dunk. Ist auch in Japan ja beim anderen Verlag erschienen, ursprünglich. Also Kodansha, der Vagabond. Und es gibt Fälle, wo du sagst, verdammt, wir dürfen eigentlich nichts ändern oder wir fitzeln uns hier 37 Mails um irgendeinen Backcover-Schattenquatsch, wo du sagst, ich dreh durch, ja. Und es gibt aber auch dann andere Fälle, jetzt zum Beispiel bei den Lovecraft-Bänden. Da haben wir die ersten, die sehen quasi, wir haben die im größeren Format. Die Cover von den ersten drei Kurzgeschichtenbänden oder was das war, sind identisch. Und bei den späteren Bänden sind sie aber anders. Sie wollten eher so einen reinen Charakter. Und dann schwarz-weiße Cover, nehmen dann die Farbseiten halt immer innen rein und sowas. Und das in dem Fall war das, ging das und wurde erlaubt. So. Aber sowas fragt man natürlich meistens im Vorfeld auch an. Also, ne, wenn du sagst, wir wollen die Serie lizenzieren, aber du sagst ja nicht, ey, eure Cover sind scheiße, aber du hast vielleicht die haben so eine Idee, wie man das bei dem hiesigen Markt etwas attraktiver gestalten könnte. Und meistens feilscht du dann halt rum, okay, gibt es welche Illus gibt es? Gibt es genügend Farbillus? Gibt es die nicht? Darfst du dann irgendwas verändern oder nicht? Ne? Und ich denke mal, so ähnlich wird es jetzt wahrscheinlich bei Vagabond gelaufen sein oder möglicherweise laufen jetzt bei Egmont dann. Na, wahrscheinlich war da auch noch mal so ein gewisses, ich sage jetzt mal so ein gewisser Vertrauensvorschuss da, weil die den halt schon mal hatten, dass sie sich so Das gedacht kann auch haben, sein, naja, ja. ihr hattet den ja schon mal. Also Im Grunde müsste das die natürlich fragen, ne? Also, ja. Marco, Marco, komm doch auch hallo? mal eine Folge. Mach mal Megabon-Folge mit uns. Nee, nee, wir sind jetzt hier und das ist gut, wie es ist. Lazar. Apropos verändern, ich habe nämlich noch eine Frage. Und zwar, das Logo von Carlsen gibt es ja auch in vielen Variationen. Das habt ihr auch oft Ja. geändert. Ja, das sagt meine Pandora Hearts Edition auch, dass es mindestens 3 Variationen gibt. Das ist ein gutes Stichwort. Auch bei meinen Yu-Gi-Oh! Bänden, bei meinen alten, habe ich auch, glaube ich, 3 Versionen drauf. Und wo ihr aber das nicht ändert, also wo ihr durchgängig ein altes Logo benutzt, sogar Carlsen Comics, wo es noch draufsteht, und selbst in den aktuellen Bänden druckt ihr immer noch dieses Akira. Carlsen Comics Logo drauf, sind Dragon die Ball. Dragon Ball Bände. Und ich möchte wissen, ob es dafür vielleicht einen Grund gibt. Bei Akira macht ihr das auch. Ja, bei Aha. Akira, Kann ja, sein. doch, kann sein. Glaube ich. Warte. Nee, Weil ist den schon. meisten Reihen
aktualisiert ihr die Logos mit der Zeit, ist ja nachvollziehbar so, aber bei manchen beharrt ihr auf den alten. Also gut, die, wo innerhalb einer Reihe sich das mehrfach verändert hat, wie jetzt da bei Yu-Gi-Oh! Oder ganz früh auch bei Dragon Ball, tatsächlich stand mal Carlsen Verlag drauf auch mal. Oh. Das ist, weil dann irgendwann der Verlag gesagt hat, so, wir machen jetzt ein anderes, ne, Brand-Design. So. Mhm. Und dann hatte es ja dieses Carlsen Comics und dann hattest du Carlsen Comics und noch diesen Manga-Böppel. Dann hattest du diesen Manga-Böppel. Der war aber zu fitzelig, dann wurde der in Carlsen-Manga-Böppel umgeändert und irgendwann hat sozusagen Carlsen als Gesamtverlag gesagt, so, wir wollen jetzt ein übergreifendes sozusagen Carlsen-Oberteil und bei Comics ist sozusagen unten das knubbelige Comics und bei Manga das etwas Bruce Lee-ige Manga drunter. Und dass wir die Dragon Balls tatsächlich dass wir die mit Carlsen Comics noch nachdrucken, hat eigentlich damit zu tun gehabt, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir gesagt, ne, du hast 42 Bände, aber es gibt eigentlich absehbar nur den Bedarf, ich sag mal jetzt Band 3, Band 17 und Band 37 nachzudrucken und so. Und dann sagst du so, das ist doch totaler Schrott, wenn du jetzt als Fan kaufst du jetzt die neuen, dann ist da irgendein Manga-Logo drauf, aber die anderen, die sind in den nächsten Jahren noch mit Carlsen Comics nur noch im Verkauf. Das sieht ja, scheiße aus im Regal, auf gut Deutsch gesagt. Das wäre wirklich Schrott. Ich kann das Leid insofern halt teilen, weil wenn, wie das dann so ist, wenn halt Firmen dann mal sagen, sie ändern das. Ja. Also bei uns, wir haben es dann so gesagt, okay, die sehen die, was weiß ich, als der Logowechsel kam damals, haben wir gesagt, okay, die noch, sagen wir mal, in einem Jahr fertig sind, die werden noch mit dem alten Logo beendet. Und zum Beispiel sowas wie One Piece druckst du ja öfter nach. Im Lauf der Zeit so. Ne? Ja, aber das muss man ja auch immer. Dragon Ball war es halt anders. Das muss man ja auch immer bedenken, dass ja den Manga, den man rausbringt, ja auch für viele einfach wirklich ein Deko-Objekt ist, welches stimmig sein muss mit dem Rest der Sammlung. Ja. Viele und legen Wert drauf, ja. Sehr viele legen Wert drauf. Und das versteht man natürlich auch, wenn man das eben zur Schau stellt und viele Regale dafür hat. Aber wer ist der Schuldige bei dem, der Cover-Futsch bei Dragon Ball passiert ist? Du meinst, ja, dass Raditz bei dem Massivband das, 4 ach so. Drauf ist, obwohl er erst so. Nummer 5 aufkauft? Ah, wir brauchen Namen. Im Zweifelsfall muss ich da. Bei den alten Wetten hat sie auch Parkcover vertauscht. Im Zweifelsfall bist du das. Aber was ich da nicht verstehe. Ich stellvertretend nein, also es ist tatsächlich. Aber wenn man merkt, dass das doof ist, kann man das nicht nachträglich ändern? Geht sowas dann nicht mehr? Bei weiteren Ausgaben? Würde ich jetzt gerade vielleicht nicht. Also, ich kann dazu sagen, das Lustige ist, ich habe mich auch über euch recherchiert, ne? Und ich habe da ein paar Folgen rein und dieses Thema, nicht in das diese bin ich dann Folge. Da reinge. Ich habe das nicht komplett gesehen, aber ich dachte irgendwie so, leck mich doch am. Haben wir das wirklich so gemacht? Was? Ich hatte irgendwann mitbekommen, dass es. Ich erinnere mich noch, dass wir wussten, pass auf, der da ist da auf dem Cover, taucht aber gar nicht auf, aber dass quasi eigentlich nur zwei vertauscht sind. Mhm. Das hatte ich noch nicht mitgeschnitten. Und Hintergrundgeschichte hier war tatsächlich die: anders als bei vielen anderen Manga-Serien gibt es tatsächlich. Oder gab es verfügbar potenziell viele Farb-Illus bei Dragon Ball. Also selbst die 42 Bände, haben teilweise andere Cover als die aktuellen 42-bändige Ausgabe in Japan. Ah, ja. Okay. So, und dann haben wir gesagt, die Massiv-Edition, die gibt es ja so in Japan nicht. Also bin ich heute auch noch froh, dass wir die überzeugen konnten, weil ich bin mir nicht mal so sicher, ob das jetzt in den letzten ein, zwei Jahren so leicht überhaupt noch hätte klappen können, aber das ist ein anderes Thema. Und als wir das gemacht haben, haben wir gesagt, okay, welche Illus stehen zur Verfügung und wo gibt es sozusagen, ne, welche wichtigen Charaktere sollen drauf oder wo sollen wir möglichst keine Doppelung haben, nicht, dass wir, ich sag mal, achtmal so ein Goku drauf haben oder so und dann dafür fehlt, weiß nicht, Bulma oder Mutno Roshi als Beispiel. Und dann haben wir versucht, das sozusagen so chronologisch wie möglich hinzubekommen. Und ich weiß schon, dass das nicht immer exakt genau so war, dann ist es vielleicht doch dann bei irgendeinem Band taucht dann die Figur vielleicht erst auf den letzten 50 Seiten auf von 500 irgendwas. Aber und so haben wir das dann damals eben auch im Genehmigungsverfahren. Wir sind das ja konzeptionell komplett durchgegangen mit denen.
Und natürlich warst du dieses, ey, es gibt eine neue Gesamtedition, so, das wird schon als Gesamtes gedacht und gesehen, so auch. Und Okay. ja, und dann, so wurde es uns damals auch genehmigt. Also es kann gut sein, theoretisch, dass sie heute sagen würden, so, hör schon mal, nee. Und es ist bei Nächste Dragon Ball, das Auflage muss man halt. Also ist Cover Japan 5 schuld. und 4 vertauschen, die Cover. Dann ist jeder gut. Ja. Jeder kauft Auch die zwei mal Bände neu, sagen, alles das bleibt unter uns. Ja, nee. Könnt ihr auch nur für uns drei machen. Ja. Und, oh Na, Gott. ich hab die alten Bände, passt schon. Oh, sorry. Sorry, der Herr. Krass. Apropos, Dragon Ball, Farbseiten, Auflagen. Ja, ich weiß, was du fragen willst, und ich wollte sowieso sagen, kannst du, Wieso damit wir das unterbrichst du einfach mich? abgehakt haben für alle, weil ich weiß, was du fragen willst, kannst du noch mal das Statement, was du Warum uns darf privat er die gegeben Frage hast, nicht stellen, was du uns privat gegeben hast und was du in der letzten Blogger-Präsentation gegeben hast bezüglich Dragon Ball Kanzenband, Dr. Slump, Neuauflage etc. Und Kannst du ich das für möchte, alle dass mal du jetzt sagen? Kevin ignorierst, weil ich möchte meine Frage selbst ausformulieren. Und zwar, kennt ihr Ganz normale diesen Manga und kennt ihr diese Auflage? ganz normal. Noch nie gesehen. Wow, Lazar. Weil das Tolle an dem Kennen ist, der hat so farbige Seiten drin wir. Ja, genau. und ein paar extra Panels und er ist größer und cool. 34 Bände. Wie viel würdest du denn bezahlen pro Band? Für den bestimmt 20. 18 Euro pro Band oder so. 20, ich gehe rein, 20. Ja, mach. Interesting. 34 Bände. Ich Nee, wollte nur sagen, also, den gibt's. das wissen wir, ja. Nein, wir haben tatsächlich, wir hatten das früher schon mal durchkalkuliert. Zum damaligen Zeitpunkt haben wir noch gedacht, okay, zum Markt, es sind 34 Bände, wir müssten die technisch, also die meisten jedenfalls, komplett farbig durchdrucken, weil die es nicht. Manchmal ist es zum Beispiel so, wenn du Ja. Bände hast, die, sagen wir mal, nur die ersten 8 Seiten sind Farbe, der Rest ist schwarz-weiß. Das ist vom Druckverfahren her, kriegst du es günstiger dann hin, wenn die anderen sozusagen dann nur schwarz-weiß gedruckt werden. Und damals, so wie wir es damals kalkuliert haben, haben wir gesagt, was wir da verkaufen müssten, damit wir sozusagen Langstrecke da dann auch nicht viel Geld vielleicht ausgeben, wenn die Verkäufe nicht so sind, wie wir damals gedacht haben. So, dann war es damals ein bisschen riskant. Also wir müssen tatsächlich ja also verglichen mit jetzt Massivsammelbänden oder so, du musst das Ding quasi nochmal komplett neu aufziehen. Ne? Ja, Also nochmal komplett. auch mit den Soundwords in den Farbteilen, also du, ne, die deutschen Ausgaben, wie wir sie bisher haben, das ist halt schwarz-weiß, aber du musst das Ding quasi nochmal wirklich komplett neue Daten und so weiter. Und ja, natürlich gucken wir uns das an. Und Toriyama-Werke, nochmal um Oros Frage, also natürlich, wie gesagt, also natürlich haben wir Toriyama-Werke auf dem Zettel und auch schon, da haben wir auch jetzt nicht erst angefangen, darüber nachzudenken, nachdem er leider gestorben ist, sondern auch vorher schon. Und ja, wollen da natürlich mittelfristig auch mit Sachen, die es nicht mehr gab oder gibt und so. Also, ne, Dr. Slump ist natürlich ein Kandidat oder was auch immer da eventuell jetzt auch noch kommt, das wissen wir ja auch noch nicht so genau. Es Ich fehlt sag immer mal, wir noch ein müssen es paar einfach, der Short Stories. ja, also wir müssen natürlich auch ein bisschen einfach abwarten, Ja. ob es da entsprechend neue Maßgaben gibt oder so. Ne, es kann theoretisch ja sein, dass sie sagen, okay, ab sofort kann nur noch oder neu nur noch so und so veröffentlicht werden oder das muss genau so und so aussehen oder so, ne? Vielleicht planen die selbst ja auch noch mal. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass sie in Japan gerade die viele Bände nachdrucken, um die verfügbar zu haben. Vielleicht ist da jetzt auch noch mal der Bedarf sozusagen wieder gestiegen, weil viele sich das jetzt wieder dort auch kaufen. Also, aber das müssen wir abwarten. Also es gab ja den anderen Vergleichsfall, der nicht wirklich zu vergleichen ist, aber als Jiro Taniguchi beispielsweise, als der gestorben ist, von dem haben wir ja schon diverse Bände veröffentlicht und da war es dann erstmal so, okay, das dauert jetzt einen Moment, bis sie das sortiert haben, wer jetzt der neue Rechteinhaber ist, wer was wie genehmigt und so. Also da, abgesehen mal von der Pietätszeit sowieso, muss man dann eben einfach abwarten, ob sich da was ändert. Ja, verstehe. Dann eine Frage hätte ich noch und zwar auch ein bisschen ungewöhnlich, aber wie seid ihr auf die Idee gekommen oder was war die Entscheidung dahinter, dass Yu-Gi-Oh! Nach Jahren auf einmal eine Massivauflage bekommt? Also bei Yu-Gi-Oh! War es tatsächlich so, dass da viele immer wieder nachgefragt, also
damals, ne, veröffentlicht. Ja. Also die damaligen Taschenbücher, die du da im Regal hast, vielen Dank, dass du sie dir gesagt hast. Die sind am Anfang super gelaufen, aber da haben wir, die Taschenbücher jetzt. Und da haben wir aber, das war zu einer Zeit, da war sozusagen die erste Yu-Gi-Oh!-Welle. Wir reden hier von 2003, 4, irgendwie sowas. 3, 4, 5. So. Und dann hatten wir allerdings, weil wir damals Banzai inhaltlich nicht überholen konnten, das Magazin, konnten wir nur 3 Bände pro Jahr rausbringen. So, und wenn du 38 Bände hast, bis dahin sind die schon ganz woanders. Also die, auf gut Deutsch gesagt, die letzten, ich weiß nicht, 20 oder 25 Bände haben wir Geld draufgelegt damals. Weil das einfach der erste Hype sozusagen schon weg war. Nee, muss ich so umzeigen. Und bei der Massiv-Edition war es tatsächlich so, es kamen unheimlich viele Nachfragen, ja, hier wieder Yu-Gi-Oh!, mach doch mal, gibt's schon lange nicht mehr und so. Und wir hatten in dem das Fall. Das ist auf dann, meine Mist gewachsen. Behaupte ich jetzt einfach. Ja, und wir haben noch so, war alles nochmal wirklich bleiben, ne? So ähnlich wie bei Vagabond, so, ne? Wollen die eigentlich nur die ersten 3 Bände und dann gucken wir in die Röhre oder. Und dann, wir hatten dann aber das Material entsprechend noch zur Verfügung und konnten es aufbereiten und die Edition auch so veröffentlichen. Also ich sag jetzt mal, hätten wir das Ding nochmal komplett alles von null nochmal von vorne aufziehen müssen. Wir haben sie ja bearbeitet, korrigiert, aber alles komplett von null, dann hätten wir auch keine Massiv-Edition. Das wäre nicht gegangen, kalkulatorisch. Mhm. Also da musst du sozusagen das schon anders dann aufziehen. Ja. Zu dieser ganzen Massivgeschichte, ich möchte auch, das ist mir sehr wichtig, noch mal kurz anmerken, dass dieses Toriyama Massiv Shorts, was ihr da so einsam rausgebracht habt, das sieht so aus, als könnten sie einen zweiten und dritten Bruder vertragen eigentlich. Also, das sieht so einsam aus irgendwie. Also, ja, weiß das ich, ist ein Beispiel, so, wo wir schon gefragt haben und wo wir aber jetzt auch noch nicht wissen, darf man oder darf man nicht, weil es kann sein, dass sie dann sagen, nee, das sind aber einzelne Werke gewesen. Ich finde auch Neko Machin und Jacko passen doch gut zusammen in Buch, ne? Aber ja. Ja. Und eigentlich alles Einzelbände. Beide auch Dragon Ball Bezug irgendwie an einzelnen Stellen, also ja. Sandland ist ja dann auch noch mal drin in einer, das wurde ja auch Sinn ergeben. Hat ja das hat er ja noch mal. Kannst du aufs Cover, ja, ich weiß, den gibt's noch einzeln, aber den noch mal auf so ein Massivcover macht Sinn in der Reihe dann mit den ganzen anderen Massivdingern. Ja. So, Jungs, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mal, weil wir haben so viele Fanfragen gekriegt, mehr als wenn wir wenn sie uns Fragen stellen können, also Kai kann eigentlich seinen eigenen Podcast starten. Ich weiß nicht, ob er mich noch hört, aber ich höre euch leider nicht mehr. Was willst du Instagram aufmachen? Ich mache Discord auch Kopf vielleicht. Okay. Ich höre nichts mehr. Okay, Nick hört nichts mehr. Hallo Nick, bist du noch da? Dann hoffen wir, er kann das jetzt lösen. Hatte da eine Hayabusa-Kappe auf, sag mal? Sieht das so aus, als wäre es eine Hayabusa? Oder was steht da drauf? Ich weiß nicht, habt ihr eine Hayabusa-Kappe veröffentlicht? Nee, das ist was anderes. Nee. Entschuldigung. Ja, aber brauchen wir wieder. Warte. Ja, alles gut. Ich würde sagen, jetzt wieder. Ja. Perfekt. Ah, okay. Darf ich habe noch eine Frage. Das nicht rausschneiden? Okay, stell deine Frage. Und zwar die Lizenz Kingdom. Mhm. Warum gibt es diese Lizenz? Warum hat das noch niemand nach Deutschland geholt? Ist die extrem teuer? Ist man sich da unsicher bei, weil sie auch sehr lange ist? Lang. Also wegen der One Piece Länge. Es ist wegen der Länge. Okay. Und also ich denke, die Länge spielt natürlich eine Rolle so. Aber dann bringt man die in so einen da würde ich Dreien ein. Ausschließen. Weiß, ist weiß inzwischen möglicherweise vorstellbar, weiß ich nicht, ja. Siehst du so aus, als ob du irgendwas weißt, oder ist das nur so deine Aura? Du siehst so aus, als hättest du eine Ahnung, was da irgendwie. Meinst du mich? Ja. Nee, nee, das ist nur vorgefaked. Nein, aber nee, ich sag aber Kingdom ist tatsächlich jetzt so ein Fall, was wirklich einfach sehr, sehr lang ist. Das musst du dir halt als Verlag sehr, sehr gut überlegen. So. Und Hachibi no Ippo könnte man auch. Selbst die Police Station, wie heißt sie? 100 Bumsbände. Nee, der Punkt ist tatsächlich wenn du, also natürlich kannst du Doppelbände machen, Dreierbände, was auch immer, also wenn es erlaubt wird. Trotzdem hast du natürlich deswegen nicht sozusagen weniger Kosten, weil die Übersetzung kostet halt pro Seite oder pro Skriptseite beispielsweise. Und dann musst du eben auch je nach Serie überlegen, okay, hast du dafür dann Leute, die so und so viel Euro pro Band bezahlen? Ja. Wenn du es nimm jetzt Tokyo Revengers als Beispiel, da haben wir ja auch damals dann, also damals,
vor 2 Jahren oder so oder 2,5 Jahren, haben dann gesagt, okay, da gibt es den Anime, die Leute wollen es eigentlich jetzt schon haben, also machen wir, wenn es geht, Doppelbände. So, und das ist aber dann schon ein besonderer Aufwand, sage ich mal, redaktionell, das so durchzuhauen. Theoretisch könntest du auch sagen, kommt jeden Monat ein Taschenbuch. Aber jetzt stell dir vor, du sagst, hallo, wir machen Kingdom und jeden Monat oder nur alle zwei oder alle Geil. Nee, jeden kommt ein Monat, Taschenbuch. jeden Wir sehen Monat uns ein dann bei der Massivband. Rente mit Ja, Band zack. 93 oder So. so. Jeden Ja. Monat ein Massivband, das Ding ist in 2 Jahren durch. Gut, ist gut. Jawohl, Gut, das machen wir. Also das machen wir am besten. Mach einfach mal. Ja, Kai, Peakware ehrlich, mit jetzt. Investor. Und da wir ja hier schon am Start sind, Kai, und du jetzt die Möglichkeit hast, bei diesem wunderbaren, großartigen Podcast weltexklusive News zu verkünden, einer hat gefragt, gibt's was zum Leaken? Gibt's was zum Leaken? Alter. Let's go, mal. Für die Klicks fürs Thumbnail. Wir haben doch gerade gestern oder wann? Oder heute? Wir haben noch ja, aber heute, wir sind schon wieder in der Zukunft. Wir sind jetzt schon 2026, sind wir schon. Fürs Thumbnail. Unglaubliche Hunger nach News. Nee, leider ist es fürs Programm nicht so früh jetzt. Also, aber wir sind natürlich dabei, jetzt schon Titel zu sichern für nächstes Jahr, das ist schon klar. Also, aber wir bräuchten jetzt so eine reißerische Caption, die wir oben drüber schreiben. Ja. So. Sowas wie Carlsen Programmleiter bestätigt bekleimbar. Oder irgendwie sowas. Carlsen Programmleiter liegt aus Versehen. Hajime no Ippo. Aus Versehen. Hajime no Ippo. Wir haben uns Vagabon angeguckt, ja. Genau. Wir haben es uns angeguckt und haben es nein gesagt. Er wollte Demon Slayer nicht. Das schreiben wir rein, ja. Das er wollte wir Demon rein. Slayer nicht, das schreiben wir wirklich. Warum Carlsen Demon Slayer nicht wollte? Hast. So nennen wir die Folge. Perfekt. Das genial. Seid ihr sehr echt gut. Er schreibt rein, Carlsen fand die Zeichnung von Demon Slayer Carlsen scheiße und wollten sie nicht. Carlsen Schwarz ist offizieller Demon Slayer Hater. Okay, super, jetzt haben wir einen Titel. Das Gute ist, wir haben schon einige gute Fragen beantwortet, zum Beispiel, was deine Lieblingsmanga sind, etc. Aber hier, gibt's Pläne, mehr Colored-Manga zu releasen? Zum Beispiel Dragon Ball, Lazar, irgendwie angesprochen, aber wir haben, woran liegt das eigentlich? Das ist, kannst du jetzt nicht für Panini beantworten, aber wir haben das sehr oft auch in so Ultimate Edition etc., dass wir einfach keine Farbe haben, obwohl Farbseiten da sind. Ich gucke Lone Wolf and Cub an und bin immer noch sauer. Ja. Hängt auch oft am, also vielleicht, weiß ich nicht, deutscher Verlag, aber hängt auch am Lizenzgeber teilweise. Also es gibt Titel, wo wir wissen, da gibt es zum Beispiel in der Online, also sozusagen, weiß ich, bei Jump Plus jetzt, als bei, oder also ne, so ein Online-Plattform, ich sage jetzt nicht Gönnischen, aber du weißt, ich sag mal, du hast mal auf dem Rechner das gesehen, sagst, da gibt es doch Farbseiten. Und ja, gibt es, aber das heißt nicht, dass du sie zwingend lizenziert kriegst. Oder dann hängt es von der Edition ab. Das heißt, die Verlage selber. Du darfst sie nur machen, wenn du jetzt Aha. die Super Perfect Edition machst oder sowas. Okay. Okay, sowas also sagt Japan, die Deutschen auch. Haben keine Farbe verdient. Ist so. Lass es. Nö, lass es so sagen die es nicht, nein. So würden die nee, das nie sagen, hast, aber. Nee, aber du hast ja, es ist ja so, die, vielleicht das noch zur Erklärung. Wenn du jetzt eine Serie hast, von der es in Japan mehrere Ausgaben gibt, ne, mehrere Editionen, rein formal, du machst ja einen Lizenzvertrag dann für Serie XY und die basiert ja auf etwas. Und dann basiert die in der Regel dann auf, was weiß ich, der Taschenbuchedition oder der japanischen Bungo-Edition oder der japanischen Kanzenban-Edition etc. Und sozusagen, da hängt es teilweise dann auch mit dran, was ist erlaubt und was nicht. Und natürlich versuchen wir in der Regel dann schon zu gucken, gibt es da noch irgendein Zusatzmaterial oder noch Farbseiten oder irgendetwas, was wir damit reinbauen können. Wir haben auch schon mal gefragt, es gibt beispielsweise ja Kurzgeschichten von Toriyama, die nur im Magazin erschienen sind, die auch in Japan noch nicht als Taschenbuch erschienen sind. Also zum Beispiel dieses Crossover mit One Piece, Dragon Ball One Piece. Das waren, ich überlege gerade, wie viele Seiten das waren, das reicht noch nicht mal für ein Heft, aber das war einfach nicht lizenzierbar, aber wenn es nach uns ginge, würden wir natürlich auch sagen, so, hey, Hojima, wir haben hier zusammengefegt, können wir daraus ein Buch machen, ne? In dem Fall ist das, glaube ich, unmöglich, aber bei anderen ist es denkbar. Ja, das ist nämlich eine interessante Frage, weil ich habe mich eh gefragt, was ihr mit dieser coolen 50 Seiten Minato Side Story aus Naruto machen wollt, die letztes Jahr rausgekommen ist von Kishimoto, könnt ihr ja kein Manga-Band draus machen. Kannst du das? Ja, schauen wir mal. Schauen okay. wir mal. Schauen wir mal, okay. Ich kann liegen, dass wir uns das auch angeguckt haben, ja. Für okay, überraschenderweise. Okay. Ja.
okay. Was ich, also es macht ja jetzt nicht so viel Sinn, jetzt, wir können jetzt hier noch 3 Stunden sitzen und jeder einzelnen Manga durchgehen und immer hören, schauen wir mal. Eine Sache finde ich aber noch sehr interessant. Und zwar gibt es ja so eine gewisse rechtliche Problematik, habe ich jetzt von einem Zuschauer hier gelesen, zu I Am A Hero. Der, wo selbst in Japan die Lizenzrechte wohl nicht mehr da sind und ihr hattet den, aber könnt den jetzt auch nicht mehr haben. Da will anscheinend ganz viele Leute wollen da unbedingt wissen, ob es News gibt. Du sagst nein. Interesting, ganz viele. Bekommen die denn alle her auf einmal? Einer mit 6 Likes auf seinen Kommentar. Einer mit 6 Likes. 7 Leute. Hey. Und ich auch. Ich auch. Also 8. Schon 8. Nick wird es bestimmt auch wissen. 9. Okay. Jeder von euch nimmt wie viel? 500 Stück? Oder 300? Ja, gut. 300. Ja. Ich meine, ihr habt ja schon Under Ninja. Das ist doch hier, komm, das ist doch ein Haus. Ja, der, jetzt muss ich, ich würde dich enttäuschen. Also der Autor ist leider, sag ich jetzt mal, läuft völlig unter Wert. Ich, also, wie kann das sein, zum Beispiel vorhin, ihr fragt nach meinem Lieblingsmanga und dass ich I Am A Hero nicht genannt habe. Ne? Das ist einer meiner absoluten Favorites. Persönlich jetzt, wobei das nicht zwingend eine Rolle spielt beim Lizenzieren. Ein ehemaliger Kollege sagte mal, vom anderen Verlag sagte mal, auf keinen Fall nach eigenem Geschmack lizenzieren, damit landet man auf der Nase. Nee, bei dem war es so, dass er sozusagen nachträglich dann in Japan da noch ein Zusatzende entstanden ist. Und die zu dem Zeitpunkt aber die Auslandslizenzrechte nicht mehr bei Shogakukan lagen. Und ich glaube, den gibt es inzwischen wieder digital, aber ich meine noch nicht wieder in Printform. Also, wenn es nach mir geht, nach persönlich, würde ich sofort sagen, hey, yo, let's go, lass eine Perfect Edition oder irgend sowas machen. Ist aber halt nicht ohne Risiko. Also A muss man, wie gesagt, kann man, wir können da noch nichts verraten oder so. Das ist einfach sozusagen noch zu früh. Und das andere wäre auch die Frage, selbst wenn das dann quasi alles klar ist, okay, die Erwartungshaltung wäre jetzt nicht sehr hoch, was Auflage angeht. Aber ich persönlich, ich war von, also mir hat das Ding echt tiefer Richtung Erdinneres. Also ich glaube, in Band, will jetzt nicht spoilern, ich hasse sowas, aber ich sag mal, irgendwie in Band 11, 12 rum passieren, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber nee, wie denn? In der Story, achso. Sorry. Oh, jetzt habe ich ja mal hier alle. Ja, vielleicht finde ich ja jetzt, muss ich. Aber es ist schon ein geiler Mann. Schön. Wo wart, geil, ihr? Schön. Wo wart ihr? Ihr seid doch jetzt auch nicht gerade gestern vom Baum gefallen. Wo wart ihr vor 10 Jahren? Das war dann alles. Das war dann, da habe ich Comics gelesen. Achso. Aber Jungs, wir haben jetzt hier gerade die Möglichkeit, quasi unseren Wunsch abzugeben. Welche Lizenz würdet ihr euch denn jetzt wünschen? Habe ich schon jetzt, 20 Mal gesagt, mittlerweile nervig ich also damit. Wirklich, wenn ich mir eine Sache aussuchen muss, von allen Sachen, über die wir heute geredet haben, bitte hier Dr. Slump mal wieder. Ich will nicht 500 Euro auf eBay ausgeben. Es ist 500 Euro, Alter. Ja, es ist schlimm. Für 18 mit oder Bände. Ohne Fliege auf die haben Tag. Nicht mal alle das gleiche Orange. Wie soll ich das machen? Das ist verrückt. Ist das die Edition mit oder ohne Fliege auf dem Cover? Kennt ihr die Geschichte mit der Fliege? Nee. Kann ich euch damit noch langweilen? Bitte, ja gerne. Unbedingt. Ich war damals im Vertrieb, ich war unschuldig. ich glaube, ich weiß nicht, Band 15 oder was, ne? Orange. Ketzer, ne? Backcover. Das Ding kommt aus der Druckerei und ist schon ausgeliefert an Handel. Ne? Also das lief irgendwie parallel. Wir kriegen diese Belege, gucken hinten, ich glaube, es war das Backcover. Gucken drauf. Ist hinten eine zermatschte tote Fliege drauf. Nein. Nein. Gedruckt. Gedruckt. Eine echte Fliege. Oh Junge. Nimmst du den anderen Band. Nimmst den anderen Band und, oder warte mal, darf ein Kollege hier kurz rein? Ja, ne? Darf ja, klar. Ja. Nimmst den anderen Band, genau denselben Band, hinten ist er nicht drauf. Und du so, was ist das? Wie kann das sein? Das ist ja, kann gar nicht. Finde ich aber cool irgendwie. Und dann ist Folgendes, das Ding ist damals, also es war Rollendruckverfahren, das heißt, die haben auf 2 Druckstrecken in der Druckerei den Walzen quasi parallel auf 2 Strecken den Band gedruckt, ne? Und tatsächlich hat sich offenbar eine Fliege ist irgendwo in die Druckwalze geraten und hat sozusagen genau, die ist wahrscheinlich genau auf der Hälfte der Auflage drauf. Oh nein. Das ist die berühmste Fliege in ganz Animanga. Ja, ja. Die wenn ich das jetzt geahnt hätte, ich hab ein Exemplar noch irgendwie zu Hause. Aber cool. Ich weiß gar nicht, ob das die Japaner damals mitbekommen haben oder so, aber der Witz ist ja, also
es gibt ja tausend Sachen, wo du sagst, was habt ihr denn da verdruckt und der Farbton und keine Ahnung. Und niemand hat das gecheckt, weil die das mit Fliege hatten, die haben gedacht, ja, das gehört so, ist doch das Lamm. geiler Joke, haha. Normal, ja, weißt du Bescheid. Und vielleicht kannst du uns ja so ein Foto davon mal zukommen lassen noch, falls du es findest. Kann ich mal gucken. Dann können wir das noch mit einblenden. Ansonsten findet man das bestimmt irgendwo im Internet. Aber geil, ey, geiles Ding. Ich würde mir persönlich, Mujina Into the Deep wünschen. Der neue von Mio Asano, wo jetzt auch der erste Band in Japan raus ist. Klingt schwer, wenn alles bei Tokyo Pop ist. Also, jawoll! Let's go! Also ich finde ja den auch ganz geil. Jetzt müsste ich aber eigentlich... hallo, Tokyo Pop, was ist los? Macht ihr den jetzt oder nicht? Ja! Geil! Let's go, ihr habt geguckt. Also da muss ich jetzt noch dazu sagen, jetzt komme ich hier so richtig gönnerhaft rüber. Nein, aber normalerweise wäre das, behaupte ich jetzt mal, nicht unser Style, da rein zu grätschen. So von wegen, ey, der Autor ist eigentlich von Tokyopop veröffentlicht, aufgebaut und so weiter und so weiter. Aber und auch wieder abgebaut, sagen, also ist okay. Sollten die jetzt sagen, nee, danke, lass stecken, würde ich jetzt auch nicht nein sagen, weil... Das ist schon ein ziemliches Gewicht. Wenn du ja jetzt schon mal dabei bist, hier Tokio-Konkurrenz zu machen, mal eine ganz interessante Frage. Die haben ja einige Dinge, wo ich mir denke, ey, ihr macht ja gar nichts mehr damit. Wie lange dauert denn das, bis da jemand anders mal kommen kann? So, also wie lange dürfen die, zum Beispiel, wie lange dürfen die kein Claymore machen oder diese anderen Asano-Dinge oder weiß man das? So, bis die mal jemand anders sagen kann. Weder kann ich noch würde ich mich dazu äußern, weil das ist, A, macht man es nicht und das könnt ihr unter euch natürlich machen, aber ich würde da jetzt nicht als Krähe der anderen Krähe machen. Also das würde ich jetzt sagen, gehört sich nicht. Auch weil ich das natürlich auch umgedreht nicht wollte. Also das dann eine Konkurrenz, was macht Carlsen da für einen Scheiß? Also. Nee, aber da steckt man natürlich überhaupt nicht drin, wie da Geschichten sind so. Also bei manchen Serien bekommt man die mit und die umgedreht ja aber auch von uns, ne? Dass du irgendwas hast, wo du sagst, der läuft wohl nicht so gut und hat leider noch 37.000 Bände. Das ist bei jedem Verlag. Also. Ja, klar. Das gibt's. Weiß jetzt nicht, wie es bei Claymore ist oder was du meinst. Die generelle Frage wäre eigentlich eher gewesen, wie lange, also das war ja auch bei Egmont mit Vagabond so. Also so war die Frage gemeint, wie lange kann ein Verlag eine Lizenz nicht erneuern, bis er die Rechte daran verliert und jemand anders kommen kann und sagen kann, wir holen die jetzt quasi. Ist das immer unterschiedlich? Das ist doch bei Slamdog so gewesen, oder nicht? Vereinbarungssache. Okay. Also, oder es lief vielleicht auch teilweise dann an dem, jetzt auch vielleicht am Originalverlag oder Autor, wo die sagen so, okay, was weiß ich, verkauft sich jetzt gerade nicht, aber es gibt jetzt kein großes Interesse, dass einer von der Seite reingrätscht. Mhm. Also um ein Beispiel zu nennen, wir haben ja jetzt Planetes und Dragonhead beispielsweise, die früher mal bei Panini erschienen waren. Da hatten wir Interesse, die sind jetzt in dem Fall tatsächlich beide von Kodansha und da haben wir auch gedacht, okay, die hatten zum Beispiel ja 20th Century Boys auch schon als Ultimate Edition, hast du gesagt, ne? Rausgebracht, haben wir gesagt, okay, vielleicht wollen die das auch nochmal machen und haben gesagt, also wenn die es nicht haben wollen oder das irgendwann eventuell beendet wird, wir wären interessiert dran, die neu rauszubringen so und haben aber tatsächlich dann auch abgewartet in dem Falle, also wo wir gesagt haben, so das ziemt sich jetzt nicht da den Druck da drauf zu erhöhen. Da hat man da quasi nochmal so eine gewisse Ehrenkodex unter Verlagen nochmal, dass man so sagt, ich will dir jetzt nicht in dein Brot reingrätschen. Ja, also der ist jetzt nicht von niemandem jetzt hier irgendwie mit Blut und Stempel unterschrieben zwingend, aber es gibt ja durchaus auch, also die neuen irgendwann Verlage, denen ist es ja alles völlig wurscht. Nein, aber es ist schon so ein bisschen so, ja, wo du sagst, das kommt natürlich auf den Fall an, also dachte mal, Dragonhead wäre jetzt auch zum Beispiel war es so sagen, ey, das ist wirklich ein toller Neoklassiker, den sollte man wieder rausbringen. Aber das war jetzt nicht, wo wir gesagt haben, so, oh mein Gott, wir müssen den jetzt sofort und der wird 100.000 Stück verkaufen und deswegen, sondern machen wir da Tubendrück, sondern dass es eher dann auch sagst, okay, wir möchten da eine Vorstellung, wie diese Edition aussehen soll und sowas. Ne? Also
Ich denke aber auch, also das ist vielleicht auch noch so ein letzter Satz dazu, das ist sicher auch was, was sich im Laufe der Jahre geändert hat, weil ich sag mal, früher wusstest du, es gibt eben diese 3, 4 Verlage, man wusste genau, was können die anderen oder was sind ihre Schwerpunkte, und heute hast du natürlich eine andere Situation mit mehr Konkurrenzverlagen und auch kleineren, die dann vielleicht größer werden, oder gibt ja auch kleine, die jetzt nicht in dem Sinne als Manga-Verlag, aber nimm jetzt Reprodukt als Beispiel, ne? Die machen wunderschöne Bücher, so, ne? Den Schunas Reise von Miyazaki oder die. Ja, sehr schön. Die, Lachende Vampir, also quasi so die Mizuki-Bände und sowas, ne? Also, deswegen braucht's da nicht unbedingt einen großen Verlag. Ja, oder hier Schreiber und Leser, die ja hier auch sehr viel Taniguchi haben. Die haben ja Gipfel der Götter. Genau. Fände ich auch immer cool, weil das ist ja bei euch, glaube ich, auch so und bei denen auch, dass dann hinten, wo ihr normalerweise andere Titel von euch vorstellt, ihr dann nochmal Schreiber und Leser featuret und dann sagt ihr so Taniguchi auch bei Schreiber und Leser und die sagen auch bei Galsen mit diesen Titeln. Mit denen sind wir sozusagen kollegial sehr gut im Austausch gewesen auch, und ich finde auch, und genau genommen, das machen wir ja auch nicht immer perfekt, aber sowas sollte es eigentlich viel, viel mehr geben, auch zwischen den Verlagen, auch im Comic-Bereich. Weil irgendwann kommt immer jemand neu und kriegt den ersten Band von Zeichner XY in die Hand und möchte vielleicht auch dann, gut, klar, kann natürlich aufs Internet anschmeißen oder in den Comicshop gehen, aber manchmal finde ich dann schon, sollte man doch das Interesse dann eben haben, dann auch den Autoren oder die Autorenzeichner nochmal irgendwie in eine Liste einzubauen. Schadet ja nichts, tut keinem weh. Ja, stimmt. Ja, das ist schön. Boah, sehr informativ. Hast du was auf Instagram gefunden? Also tatsächlich, die meisten Fragen, die gestellt werden, sind Themen, die wir in der Folge bereits abgeklappert haben. Die meisten Fragen nach irgendwelchen Lizenzen, aber ich habe dennoch einige interessante gefunden. Und zwar schreibt hier jemand erstmal ein riesengroßes Danke für Winning Pass, was ja neulich vorgestellt wurde. Und die Frage ist, ob noch mehr Sportreihen geplant sind. Sportmanga sind real. Real, zum Beispiel. Hatte vorhin, hat gerade jemand geschrieben, so jetzt kaum kündigt Egmont Vagabond an, schreien sie nach Real. Also das ist so natürlich auch ein Beobachtungsall. Das Volk ist nie zufrieden. Also um irgendwas zu verkünden, ist es zu früh, und ich würde auch sagen, so hallo, erstmal müssen alle mitbekommen, dass wir Winning Pass machen zum Beispiel. Es dauert ja auch noch ein bisschen, bis der kommt. Also ich würde sagen, es ist mehr vorstellbar als noch vor einigen Jahren, was natürlich damit zu tun hat, wenn du sowas hast wie Haikyuu oder so, der dann oder entsprechende Anime-Serien auch. Wenn's nach heißt mir aber ginge, nicht zwingend, dass wir jetzt wirklich immer einen Sportmanga machen. Captain Tsubasa. Der packt immer solche Schinken aus, da denkst du dir, Wahnsinn, ich liebe diesen Mann dafür. Das finde ich super. Ich finde das gut. Ich finde das gut. Ja, aber hier noch eine andere Frage, die wir auch bisher nicht gestellt haben und vielleicht interessant für den einen oder anderen. Denn was braucht man, um in einem Verlag zu arbeiten? Was muss man machen, um ein Verlagsmitarbeiter zu werden, für Leute, die sich diese Berufswahl vorstellen können? Also es kommt natürlich darauf an, was im Verlag. Also wenn jetzt quasi Manga-Redaktion die Rede ist, da gibt es sozusagen nicht den typischen Ausbildungsweg. Da sind wir alle irgendwie Quereinsteiger, kann man sagen. Es gibt ja auch noch andere Bereiche, Marketing beispielsweise. Oder es gibt jetzt, was bei uns Produktionsmanagement ist oder früher Herstellung hieß, da gibt es tatsächlich dann an verschiedenen Unis teilweise auch diverse Werdegänge, was man machen kann, Mediengestalter etc. Und also da kommt es immer ein bisschen drauf an, was man machen möchte. So, also was, wenn man jetzt tatsächlich ins Lektorat oder in Redaktion halt machen will, dann sollte man idealerweise der deutschen Sprache mächtig sein etc. Also ne, solche Sachen, da entsprechende Referenzen vorweisen können, und hat aber durchaus auch schon totale Quereinsteiger gegeben, wo du einfach sagst, okay, der kennt sich in dem Segment sehr gut aus oder hat vielleicht selber schon was vorzuweisen, weil er oder sie schon beim kleineren Verlag was gemacht hat oder irgendwie in der Szene aktiv war. Sowas hilft dann auch manchmal, aber deswegen kommt es immer sehr drauf an. Und was ich nur sagen kann, wer jetzt sozusagen gucken will, was gibt's denn für Jobs bei jetzt zum Beispiel bei Carlsen, die haben auf unserer Website auch immer so eine
entsprechende, wie heißt das, Jobs oder Karriere, glaube ich, gibt es so einen Reiter. Oder man kann es, glaube ich, in die Suchmaske einfach auch eingeben und da wird dann die Seite ausgeworfen, welche Stellen gerade ausgeschrieben sind. Also das geht dann von theoretisch mal Praktika bis hin auch zu einzelnen Positionen auch. Oh, sehr, cool. sehr cool. Ja. Ja. Das interessiert bestimmt den einen oder anderen. Wenn du da jetzt den nächsten super Mitarbeiter findest, der die krasseste Lizenz nach der anderen an Land zieht, hast du es uns zu verdanken, weil du jetzt dieses Shoutout gemacht hast. eine Sache finde ich tatsächlich doch, ich weiß, wir wollen keine einzelnen Lizenzen mehr ansprechen. Allerdings fragt hier jemand, und das interessiert mich persönlich auch, wie es mit einem Dragon Ball SD-Nachdruck aussieht, weil ihr habt da ja Band 9 rausgebracht sogar. Ist das auch jetzt wegen der ganzen Lizenzsache mit Toriyama aktuell schwierig oder ist es einfach das so, dass ihr sagt, verkauft sich nicht, ist gerade deswegen schwierig? Also bei Nachdrucken, also im Normalfall, bei Nachdrucken ist es tatsächlich so, wenn die Serie oder der Titel vorher lieferbar war und jetzt eben, sagen wir mal, ein paar Monate auf Grund ist, aber die Serie an sich läuft noch weiter, dann liegt es sozusagen an uns selbst, den nachzudrucken oder halt zu sagen, was machen wir. Also in dem Fall ist tatsächlich so, dass die voraussichtliche Nachfrage, wie sagt man so schön, der voraussichtliche Bedarf von Handelsseite meistens dann scheinbar oder voraussichtlich zu gering ist, um das irgendwie zu rechnen. Jetzt ist das ist tatsächlich jetzt zum Beispiel der Farbausgabe, weil die muss, damit sie dann für, was kostet der, 7,95 oder was hatten wir da, 8 Euro irgendwie oder 8,50 Euro, also so um den Dreh rum, damit der irgendwie einigermaßen darstellbar ist, musst du von dem eigentlich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich weiß nicht, was müssten wir, 2000 oder was müssten wir nachdrucken oder so. Und du hast dann bei solchen Bänden manchmal, du guckst, was haben wir verkauft im letzten Jahr. Und dann gibt's, ich kann es dir jetzt bei dem Band konkret nicht sagen, aber das, was wir an Nachbestellungen hatten, war halt so zu gering. Gleichzeitig wissen wir aber auch, das irgendwie ist natürlich Käse, wenn jetzt gerade jemand angefangen hat und dann ist das auch nur eine Serie potenziell für Jüngere. Und dann geht es noch weiter. Das ist ja so ein Pain in the erstes Regal. Also vor allem, weil du kaufst dir so dann Band 1 und dann siehst du so Band 9 ist auch schon da und dann habert es bei Band 2. Das ist natürlich. Also wir haben so bei solchen Fällen, das ist ja bei Schwarz-Weiß dann teilweise so, dass wir sagen, okay, sorry, wir drucken den nach, aber der muss jetzt leider, weil Mini-Auflage, muss der jetzt statt, sagen wir mal, 7 Euro, muss der jetzt 10 Euro kosten oder so. Das haben wir ja, solche Ausnahmebeispiele. Aber der ist ja auch komplett in Farbe, das wird man doch bezahlen. Ja, eben, und bei dem wäre es dann so, der müsste dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, was müsste der dann, der müsste der vielleicht diese Einwand, weiß ich nicht, 12 oder 13 kosten. Das ist irgendwie natürlich Käse. Aber wir haben das, also das ist so ein Fall, wo wir gesagt haben, den nehmen wir uns nochmal vor. Wir haben den jetzt gerade, der ist jetzt gerade nicht lieferbar, aber wir gucken uns das in 2 Monaten oder sowas, gucken wir uns das nochmal an. Okay, cool. Und manchmal ist es auch so, wenn wir dann jetzt bei Farbe oder so, vielleicht wenn jetzt theoretisch da 2, 3 gleichzeitig wären, vielleicht kriegen wir manchmal auch einen besseren Druckpreis noch oder sowas. Nasa, du hattest noch was. Ja, paar gibt's hier noch. Und zwar, hier fragt jemand, ganz simple Frage, was ist der erfolgreichste oder meistverkaufte Manga von Carlsen? Als Gesamtserie Dragon Ball, okay. Also über die Langstrecke, den gab es ja so gesehen auch mit am ehesten. Und von jetzt laufenden Serien, also wenn jetzt neue Bände akut rauskommen, bei Dragon Ball gibt es ja in Anführungsstrichen nur Dragon Ball Super, ist es One Piece. Okay. Gut. Also als Startauflage jetzt. Ist mitzurechnen gewesen, glaube ich. Naruto läuft wahrscheinlich auch immer recht gut, ne? Das ja, wobei da ist, genau. Da sind es ja. Ich habe eine Serie mal gemacht, wo ich so auf Manga-Sammlungen reagiert habe. Und wirklich jeder hat Naruto massiv 1 in der Sammlung und dann hört es einfach auf. Das ist so lustig. Wir können ja jetzt noch zum Abschluss nochmal unseren Tipp der Woche. Unsere Empfehlung der Woche raushauen. Richtig. Ja, stimmt. Das ist nämlich auch eine Frage. Jemand hat gefragt, kann Kai auch einen Manga empfehlen? Das ist jetzt die Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche ist immer eine Sache, die wir so in der Woche für uns entdeckt haben. Ob es ein Film ist, ob es eine Serie ist, ob es ein Rezept ist oder irgendein Lebensmittel. Mhm. Aber Hauptsache irgendwas, was uns so stecken geblieben ist im Kopf, wo wir sagen, okay, das hat mich diese Woche irgendwie geprägt. Diese Woche...
Hilfe. Ja, wir reagieren ja auch immer so und schauen. Guck einfach um hinter und überlegen. Dich irgendwas, was da steht. Also ich kann jetzt was rausgreifen, was nicht von dieser Woche ist, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil leider ja auch nicht so erfolgreich. Nochmal aufgeworfen. Mal kurz Werbung machen. Hier. Was kommt jetzt? Also, Entschuldigung, Dominik und liebe, also natürlich Crossing Borders von Dominik. Sieht man das überhaupt, das Poster? Ja. Crossing Borders, hallo und wenn wir jetzt von japanischen Manga reden, würde ich sagen, nochmal hochgehalten Search and Destroy. Dreiteilige Serie. Schönes von Cover. Atsushi Kaneko. Die sehen das ja mega aus. Das ist eine neue Interpretation von Dororo. Genau. Oh, das sieht voll geil aus. Oh, Hammer. Mhm. Also die sind so von der Produktion im Format so wie die Lovecraft-Bände, also auf diesem Bilderdruckpapier. Und ja, ich sag jetzt mal, wer jetzt sowas wie Battle Angel Alita mag oder so, also der hat da... Das bin ich! Ja, perfektes Timing, Kevin. Oh, let's go. Halt jetzt mal, Hammer! Ja, oh mein Gott, also das ist schon sehr, 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 sehr moderne neue Interpretation eben von dem Tezuka-Klassiker. Da gibt es ja verschiedene Varianten. Und das ist halt echt so ein Science-Fiction. Also. Ist das geil. Cool. Ja. Geil. Science-Fiction-Action. Also, das ist wirklich Brett in your face mäßig. Und den finde ich halt ist totaler Hammer, das Ding so. Und aber ist halt eher was so, ich sag mal, halber Geheimtipp. 3 Bände abgeschlossen. Bald nicht mehr. Und wenn der mit der Woche, dann kann ich vielleicht dann als letztes noch, ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so neu, aber Musik. Ja. Ja. Musikt das jemand vielleicht? Ja. Jetzt ja. Also, oh nein, ja. Der alte Onkel Otto da. Nein, mach. Ich mag Elektro und House sehr gerne und ich habe für mich relativ spät entdeckt die Stücke von Low Stepper. Ich weiß nicht, ob jemand aus der Community das kennt. Also okay. Da finde ich... Finde ich Low, L-O-W und dann nächstes Wort Stepper, S-T-E-P-P-A. Das ist doch eine schöne Empfehlung. Einmal zu informieren für die sowas nicht mögen oder so ähnlich. Ach, nein, das ist eine sehr, sehr, sehr coole, unique Empfehlung. Und Search and Destroy werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Ja. So, meine Empfehlung der Woche ist Battle Angel Alita, das habe ich gestern fertig gelesen, ist mein Video gerade auch rausgekommen. Ist bei Kaizen in der Perfect Edition. Tolles Ding also ich habe so viel in diesem Manga entdeckt, was ich aus neueren Werken kenne, wo der sich offensichtlich inspiriert hat an Battle Angel Alita. Also der ist bei mir direkt ganz hochgeschossen. Ich habe dem eine 10 von 10 gegeben. Das ist halt genau, was ich gesucht habe. Ich liebe immer dieses Setting, generell Cyberpunk, Sci-Fi, das ist total mein Ding. Und Alita ist einfach so eine coole Protagonistin. Zieht ihn euch unbedingt rein. Das ist meine Empfehlung. Cool, meine Empfehlung der Woche ist Hollow Knight. Ist auch kein neues Game, aber ich finde, das ist eines der besten Games aus dem Metroidvania-Genre, was es gibt. Kostet auch nur 10 Euro oder 15 und man kann es auf jeder Konsole spielen. Und Silksong kommt bald. Und Silksong kommt bald, Copium. Deswegen spielt Hollow Knight, spielt nicht die 100%, sondern die 112%. Und ich übe jetzt gerade für den Steel Soul Run, der sehr hart wird. Okay. Und ich empfehle euch auch einen Manga, den ich gestern gelesen habe, und zwar The Elusive Samurai. Den habe ich netterweise von Carlsen bekommen. Ich mache auch eine Review dazu. Ist ein sehr cooler neuer Titel, ungewöhnlich. Hebt sich ein bisschen von der traditionellen Shonen-Formel ab. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Und gut gezeichnet. Genau, vom Cover nicht täuschen lassen. Also das Cover sieht süß und detailliert und so weiter. Außen innen drin geht es gleich ziemlich ab. Oh, ja. Davon habe ich schon gehört. Und weil mir dieser erste 20-Seiten-Plot gespoilert wurde, bin ich jetzt so traurig, dass ich nicht aufmachen will. Das hätte mich sonst so schockiert. Und jetzt weiß ich es halt. Ja, egal. Lest den. Ist von, vielleicht kannst du noch erwähnen, dass das vom Assassination Classroom Manga kam. Ja. Das wusste ich nicht mal. Ja, das ist okay. Damn, jetzt muss ich meine Review neu machen. Hammer. Ja, das war eine super informative, geile Folge. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mal ein paar Fragen geklärt zu bekommen, um Einblicke in den Hintergrund quasi zu bekommen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Und ich glaube auch für euch da draußen super interessant, da mal ein bisschen Mehrwert zu bieten. Ja. Es war uns eine Ehre, ein inneres Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
Dann gerne, gerne. Ciao. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Danke.